So. Ich habe gedrückt. So. So, Speicherplatz auch, kostet aber nichts mehr, bei mir nichts passiert. Die Preise sind jetzt im Fall. Es lohnt sich gar nicht mehr, eine Speicherkarte zu formatieren. Kauf eine neue. Ich habe hier eine liegen, aber dann müsste ich mal... bestellen und ich war zu faul, um es zurückzuschicken. 4,99 €. Bevor wir überhaupt irgendwas machen, ich muss die Sendung eh schneiden, so wie ich die Sache leider gerade sehe, weil ich wollte eigentlich anders einsteigen in die Sendung mit einem anderen Intro. Aber weißt du was, wir lassen das Vorgeplänkel einfach wie es ist. Ich spiele euch jetzt mal ein Intro ein und in 1 Minute 40, so viel Zeit muss sein, hören wir uns wieder. Oh, oh yeah. Yeah. There's like an 8-foot person beside it, and another one's inside, and it has big eyes and looking at us, and it's still there. Okay, where is this on your property? In my backyard. I swear to God, this is not a joke. This is actually weird. We terrify it. So there's two people or two subjects that are in your backyard? Correct, and they're very large. They're like 8 foot, 9 feet, 10 foot. I don't know. They look like aliens to us. Big eyes. They have big eyes, okay. like I can't explain it. And big mouth. They're shiny eyes, and they're not human. They're 100% they're not human. Okay. Well, the 8 News Now investigators obtaining video as officers then responded to the call you just heard. You'll see the officers also saw something in the sky that night, but the big question is, what was it and is it all connected? Willkommen zur Alarmstufe B, der kleinen Informationssendung zum Thema Extraterrestrials und Aliens, die in Deutschland einreisen möchten, ohne Reisepass und ohne Zollabfertigungsgenehmigung. Das ist doch mal eine Meldung gewesen hier, oder? Hallo Conny, hallo Paul. Hallo, in die Runde. Conny ist schon direkt drin, hallo zusammen. Conny ist schon so on fire, kannst du gar nicht mehr zurück. Ich bin die ganze Woche schon on fire. Nee. Wobei ja die Polizisten sind an dem Telefon so, aha, ja... Aha, ja gut, da kommt, aha, du bist wahrscheinlich auf Drogen. Wie groß, was? 8 Fuß? Ich hab den Artikel. 8 Fuß? 8 Fuß sind 3 Meter. Oder was? Ungefähr 3 Meter, ja. Nee, 10 Fuß sind 3 Meter. Nein. Conny, du machst sie wieder größer, als ist ein Fuß, ist so nicht mehr als 30 Zentimeter. Ich google das und du erzählst. Also, wir 33. sind in... 33. Ja, so also 2,43 Meter 43 und 84. Ja, Gott, 2,40, das sind 3 Meter. Das ist Handwerkermaß. Du hast hier über einen halben Meter dazu gedichtet, Conny. Ja, stell dir mal vor, der hat so Buffalos angehabt. Ja? Natürlich, ja. Die Plateauschuh-Aliens sind wieder da. Aus den 70ern. Direkt zurück hier auf der Tanzfläche. Also, ganz krasse Story, ab nach Vegas. Da war es kurz nach Mitternacht am 30. April und da sahen Beobachter in mehreren westlichen Bundesstaaten so einen hellen Feuerball am Himmel. Und das Tolle an der Sache ist, ein Polizist, der in einem Teil von Las Vegas gearbeitet hat, der fing mit einem Blick so einen farbenfrohen Feuerball mit seiner Körperkamera auf und fast zur gleichen Zeit zeichnete ebenfalls so eine Ring-Türkamera in der Gegend ein seltsames Geräusch und etwas, was wie ein Crash klang auf, also total abgefahren. Und eine Familie, die in einem einstöckigen Haus lebt, die hatte auch eine genaue Sicht auf das Objekt. Also das ist so quasi... ja, vorm Fenster passiert. Und also in der Nähe von Vegas passiert, oder was? Ja, in Vegas, in und um Vegas drumherum. Zwei Brüder und ihr Dad arbeiteten an einem Fahrzeug in ihrem Garten, als sie ein funkelndes Objekt sahen, das herunterstürzte. Und das war wie so eine Schockwelle, davon wurden sie getroffen. Einer der Zeuge, ein junger Mann, der heißt Angel, sagte, dass der Bereich, in dem er in den Garten schaute, wo das Objekt abgestürzt war, ja so ein bisschen verschleiert und unscharf war, so ein bisschen strange ausgesehen, dass er konnte es nicht richtig erkennen. Und aber es war wie, als wenn es so getarnt war, verhüllt war. Und was sie als nächstes sahen, veranlasste dann an diesen panischen Anruf bei der Polizei, den wir eben gerade im Intro gehört haben. Und das ist alles jetzt so zusammengefasst worden in mehreren Fernseh,
Beiträgen, wovon das hier auch ist. Es sind also zwei Personen oder zwei Wesen im Hinterhof, sagt er dann. Mhm. Das ist so abgefahren. Und die sind dem in Garten gelandet oder was? Ja, abgestürzt. Ja. Quasi. Abgestürzt. Und er sagt dann, die sind sehr groß. Und jetzt antwortet der Anrufer auf die Frage, die sind sehr groß. Und dann sagt er aber 8, 9 Fuß, 10 Fuß, ich weiß es nicht. Und sie sehen aus wie Außerirdische. Und der Anrufer beschrieb, also Angel beschrieb dann diese großen glänzenden Augen und Münder der Gestalten bei einer, ja, und das ist so krass, der war sich so sicher, hat gesagt, 100% nicht menschlich. Und Reporter sprachen dann in den letzten 4 Wochen mehrmals mit der ganzen Familie, aber jedes Mal, wenn sie irgendwie dann gesagt haben, ja, wir machen ein Interview und so, ne, kommt vorbei, dann gab es keins, dann wurde es abgesagt. Oder es wurde die Tür nicht aufgemacht oder. Komisch. Aber die Familie war schon da, oder was? Die haben einfach nie aufgemacht. Die haben sich in den Vorhang hergeguckt, haben gesagt, machen wir nicht. Komisch. Oder ist die weg, die Familie? Ist die einfach verschwunden? Es geht weiter. Öffentlich hat er dann gesagt, kannst du auch bei TikTok sehen, dass die Familie so ein hörbares Klappern von, also so ein Tapsen mehrerer Füße im Garten gehört hat und später auch Schritte auf ihrem Dach vernahm. Und sie behaupteten, einen der 8 Fuß großen Kreaturen gesehen zu haben, die sich hinter der Steuerung eines großen Frontladers begab. Das Video gibt es übrigens auch bei TikTok, der im Garten abgestellt war, als würde er versuchen, sich zu verstecken. Und er sagte auch, dass er einen guten Blick auf die Kreatur erhaschte und sie als grünlich-gräus wie graues Wesen mit großen Augen und langen Beinen beschrieb. Er sagte, dass man das tiefe Atmen der Kreatur hören konnte und dass es erstarrte, als der Blickkontakt mit der Identität hatte. Mach dich nicht lustig drüber, das ist eine ernste Geschichte. Nein, natürlich und sie nicht bewegen konnte. In der Mitte des Gartens war das Objekt abgestürzt und war dann verschwunden. Zurück blieb ein kreisförmiger Abdruck in der Erde, den kannst du auch sehen auf Fernsehaufnahmen. Quellen vom Las Vegas Metropolitan Police Department sagen, dass der Polizeidisponent anfangs darüber nachdachte, ob es angemessener wäre, ein Kriseninterventionsteam zu entsenden, um die aufgewühlten Zeugen runterzukriegen und zu helfen. Nachdem sie aber beschlossen hatten, den Vorfall ernst zu nehmen, trafen erstmal zwei Beamte ein, die dann alles andere eingeleitet haben. Und jetzt kommt es. Ein paar Tage später kehrten laut der Familie 2 Sergeants von der Polizei zurück, um Folgefragen zu stellen. Die Familie sagte dann auch aus, dass sie in den folgenden Tagen von Männern in Anzügen in einem Auto mit Regierungskennzeichen beobachtet wurden, die am Haus standen und immer vorbeifuhren. Die in der Nähe liegende Air Force Base streitet natürlich alles ab. Ist doch eine krasse Story, Mann. Ja, habe ich jetzt gar nicht mitgekriegt irgendwie. Also entweder haben sie es direkt unterdrückt, die Information. Da steht mir auch immer, da stehen dann so Regierungsbeamte. Alter, das war bei Spiegel, Stern, Bild, RTL, Sat, ARD, ja, alle haben keine Links. Alle haben über. Mein Gott. Ich bitte dich, du schickst mir ein T3N-Link, wo da steht, es gibt Leben auf dem Mond. Hallo? Ja, du hast ein Grundstück, ja, genau, natürlich gibt's da Leben. Ach, Conny. Was ist mit dem Conny schon wieder los heute? Wer hat dem eigentlich so spät noch einen Kaffee erlaubt? Gibt's ja nie. Coca-Cola vor dem Tanz. Kriegt sein WLAN nicht selbst eingerichtet, erzähl aber hier was von der Edith. Nein, aber jetzt mal ganz im Ernst. Ich hab's ja keine Conclusion aus der Story. Also ich meine, da muss ja noch ein öffentliches Dementi kommen oder lässt man das einfach so stehen und die Cops sagen, nee, wir sagen euch nicht, was da waren. Punkt. Also ich meine, da muss es ja eine Ausrede gegeben haben. Ne? Die Familie behauptet, es waren Aliens und was kam da jetzt hinterher? Also ich meine, hat es keiner dementiert nach hinten raus, so von offizieller Seite? Nein. Sagen, nee, es war ein Wetterballon mit einer Basketballmannschaft, die da abgestürzt ist oder so. Okay. Mysteriös. Nein, hat keiner was dementiert. Das ist so krass. Es rief dann übrigens noch ein anderer Mann die Polizei an, um 2 unbekannte Wesen in seinem Hinterhof zu melden. Die Polizei hat übrigens den Fall geschlossen. So, Paul, was ist deine Meinung? Das ist jetzt mal, lass mal den Mischer mit seiner Drohne alleine. Ich gucke mir hier gerade das Video von Law and Crime. Law and Order? An. Ja, cool. Meine Meinung ist wieder natürlich die abgefahrenste von allen. Ich könnte mir vorstellen, dass das
Versuche waren, mal wieder ein bisschen Panik auf diesem Planeten hier auszulösen. Eine False Flag Aktion. Könnte man auch so benennen, mit sogenannten Program Life Forms, zu denen wir später gleich nochmal kommen. Was also aussieht meinst, wie Aliens. Die Wesen waren schon echt, aber waren Menschen gemacht, so in der Art quasi. Genau, da kommen wir später auch nochmal ins Detail. Würde aber auf jeden Fall auch dazu passen, dass aus diesem ganzen Hype auch in gewisser Weise, Gott sei Dank, wieder alles sich beruhigt hat und diese Cases geschlossen wurden und hier gab es nicht zu sehen und wir gucken mal lieber weg. Aber dann denke ich mir doch, wenn das doch eine False Flag Aktion war, um Panik oder sagen wir mal, um so ein bisschen Angst zu schüren, ne? Was ja immer der bisschen anzutesten, der Grund ist. Wie es ankommt. Ja, aber dann hörst du doch nicht einfach ohne eine Conclusion auf und lässt das offen stehen. Weißt du, weil dann hast du ja dann hast du noch nichts erreicht. Genau, also ich glaube, es wurde so ein bisschen losgelegt und dann hat irgendwie es aber nicht so ganz geklappt, wie es ursprünglich geplant war. Fühlt sich für mich ein bisschen an, so kam da irgendwie da dazwischen und gesagt, ach, nimm den Scheiß wieder vom Internet runter. Sonst ja gut, es ist ja noch da, aber ich meine, die hätten ja der Hype da nach hinten raus wieder eine, also entweder hätten sie sich so ganz billig rausreden müssen, dass es ganz offensichtlich ist, dass es eine Ausrede ist, das hätte das Ganze ja wieder so ein bisschen bekräftigt, oder die hätten wirklich sagen müssen, ja, da war irgendwas, aber wir wissen nicht was, wir haben Spuren gefunden, wir können es aber nicht zuordnen, aber wir wissen nicht, was es war. Also es gibt ein Foto vom Abdruck. Sie einfach gar nichts sagen. Es gibt ein Foto vom Abdruck und Beamte fragen. Ja, klar, aber haben sie dazu jetzt, die haben noch keine Ausrede gebracht, oder? Nee. Wir haben es auch nicht dementiert. Gesagt, also es gibt noch weitere Polizeibeamte, die sagen, sie haben das gesehen, wie es vom Himmel gefallen ist. Mhm. Und sie hörten auch eine Art menschenähnlichen Schrei aus dem Hinterhof. Und der Angel, der gibt auch ein Interview und ich habe das mal so ein bisschen von der KI übersetzen und zusammenfassen lassen. Das ist ja eine ganz, ganz tolle Erfindung. KI ist ja seit unserer letzten Sendung, jeden Tag gibt es eine neue KI-Meldung. Also er sagt, es ist echt, und er will keine Aufmerksamkeit, er muss es aber jetzt mal erklären, es war Mitternacht und er hat mit seinem Bruder und seinem Dad den Truck hinten nochmal repariert, weil irgendwas war und er hörte dieses Geräusch und sah dieses Licht und dann spürte er diesen Aufprall und den Knall hat er gehört, das war wie eine Schockwelle. Und das Objekt, das war verschwommen, also alles so ganz komisch, der ganze Hinterhof war wie verschwommen, als wenn da wie so eine Art, ja was, Tarnkappe, Schleier. So ein Schleier, ja. Also wie bei einer Hochzeit, wenn du einen Schleier hast, bist du dein Fan. Gaußscher Weichzeichner. Ja, und die hörten halt ganz viele Schritte. Der war geheiratet, die Aliens hier, was glaubst denn du? Ja, der hörte halt Schritte und verblasste dann irgendwann und dann zeigten sie den Filmmaterial von der Polizeikamera und so weiter und so fort und das war, als wir ja schon erzählt haben, es ist Wahnsinn. Paul, wer ist es? Alien-Kreatur, groß, dünn, grau, grün, mit großen Augen. Ja, gibt's mehrere, die sogenannten großen Greys. Der Paul, du hast Buch das selbst gebastelt. Ja, ich glaube eher dran, dass deiner Meinung nach sind sie selbst gebastelt. Meiner Meinung nach sind sie selbst gebastelt, ja. Es klingt komisch, aber angeblich, und da kommen wir ja später dann auch gleich nochmal zu unserem heutigen Thema dazu, gibt es wohl die Möglichkeit, solche sogenannten Program Life Forms selbst zu basteln. Die sehen von außen aus, als hätten sie so einen Hautanzug an und so einen süßen Köpfchen und können sich ziemlich gut bewegen, aber wenn du sie mal mit einem Messer aufschlitzt, dann siehst du da drin ziemlich viele Chips und Elektronik und lauter solche krassen Geschichten. Ja, das ist meiner Meinung nach so ein bisschen das, was ich glaube, was es ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in dieser heutigen Zeit 2023 einer von denen irgendwie so aus Versehen verlaufen hat und irgendwie da unten gerade eine Hochzeit feiern wollte, weil es in Las Vegas, wenn du da heiratest, irgendwie ein Upgrade du bekommst. Du meinst quasi, dass die Aliens Zeit Russell quasi in den, sagen wir mal, 60 Jahren oder was, dass die jetzt quasi nicht mehr abstürzen oder was? Die haben in all den Milliarden Jahren, was die schon an technologischer Entwicklung hinter sich her haben, haben sie nochmal die letzten 60 Jahre gebraucht, um nicht aus Versehen abzustürzen oder was? Ich glaube, dass sich dann seitdem rumgesprochen
versprochen hat, dass es nicht so geil ist auf dem Planeten Erde, weil du da von uns Menschen abgeschossen wirst und deshalb solltest du da nicht mehr unterwegs sein. Ich habe gedacht, die lieben unseren Planeten, die Rohstoffe, unser Bier, die Rockkonzerte, hatten wir doch alles schon. Die würden gerne herkommen, aber wir schießen die halt ständig ab. Kommen auch noch gleich später drauf. Ja, wir kommen dann noch später. Okay, meinst du aber es ist ja jetzt trotzdem so, dass deine Meinung nach ist eine False-Flag-Aktion quasi. Einfach ein von der Regierung inszeniertes Spektakel, ohne Conclusion am Schluss, um quasi die Alien-Thematik wieder so ein bisschen in ein schlechtes Licht zu rücken, sag ich mal. Ja, ich habe übrigens jetzt das auch Wort die Regierung ist nicht so ganz das richtige Wort, aber es ist aber ja, eine Gruppierung, wer auch die immer da oben drüber steht noch. Genau, da kommen wir auch nochmal später drauf. Das habe ich schon fünfmal gesagt. Aber ich glaube nicht, dass das echte, also das, es ist doch das alte bekannte Thema, ein bisschen Angst machen mit irgendwelchen Aliens, die da irgendwo landen, unvorbereitet und dann irgendwie so gruselig aussehen. Und manche von denen, ja, sehen auch wirklich ein bisschen gruselig aus. Und ich glaube, dass da halt versucht wurde, in der Presse das Ganze mal voranzutreiben. Ähnlich wie mit unserer wunderschönen Luftballonaktion da, die da vor 3 Monaten war. Hey, die Luftballonaktion hat Alarmstufe unheimlich viele Abonnenten und Aufmerksamkeit gebracht. Ich möchte auch gleich noch was zu Alarmstufe sagen, in eigener Sache. Aber da kommen wir dann nach diesen ganzen krassen News zu. Ich habe gar keinen News-Jingle gespielt. Oh Gott. Conny ist so aufgeregt, das gibt's überhaupt. Bin wirklich aufgeregt. Die ganze Woche war ja komplett durchgeknallt, was das UFO-Thema betrifft. Fandet ihr nicht? Also ich habe jetzt hier auch mal ein paar Artikel überflogen zumindest. Aber ich sehe jetzt auch nicht, dass abseits von diesem Video und der Aussage von der Familie noch mal irgendwas gekommen wird zu dem Thema, oder? Bild, also da kam jetzt kein Dementi nach hinten raus. Nee, kam nicht. Ja. Mehr. Was ist die Konklusion nach hinten raus, Conny? Nix. Hab ich jetzt schon dreimal gefragt. Du bist jetzt dranbleiben. Google.de, Google-Wieder-Nähler.de, wer ein Mac kaputt macht, .de. Ja, wir müssen jetzt dranbleiben. Mich hat vollkommen recht. Du musst jetzt da die Story nehmen. Du musst mal hier ein bisschen machen. Es ist also, Bilder. Ich bin der Meinung, für eine False-Flag-Aktion wäre es zu wirkungslos, weil nichts mehr hinterher kam. Und sie hat abgekackt, die Aktion. Ich weiß nicht. Wenn sie jetzt eine geile, billige Ausrede gefunden hätten, wieder so das, oh, das war ein Wetterballon und so und der Typ war eben so offen, deswegen hat er so verschwommen gesehen, wenn sie es darauf geschoben hätten, das wäre wieder so eine billige Ausrede gewesen, dass es schon fast auffällig wäre. Aber dadurch, dass sie jetzt gar nichts sagen, weiß ich auch nicht, was das Ding ist. Ja, der Stenger hat gesagt, er findet es natürlich mal wieder unfassbar, dass jeder ein Handy in der Hand hat und es gibt wieder nur dunkle, verwackelte Videos. Noch dazu, ja. Da muss schon die Bodycam herhalten. Aber schon interessant auch, dass tatsächlich so eine, ich meine, so an so eine Bodycam-Aufnahme von einem Polizisten kommt ja auch nie jeder einfach so, oder? Die werden die ja auch nicht mal aus Jux und Dollerei. Doch, in Amerika wird sowas immer freigegeben. Echt? Ja. Kannst du dir das dann so angucken abends? Naja, also ich ob es jetzt ein Portal gibt mit bodycam.org, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass das einfacher ist als bei uns in Deutschland. Die haben es da nicht so mit Datenschutz. Ja, stimmt, du siehst ja auch so Helikopterverfolgungsjagden live und sowas. Also wenn ein Helikopter hinter einem Auto herfliegt und so. Ja, also unsere Freunde in Staaten, die checken auch immer, wenn irgendwie neue Nachbarn kommen, ob die irgendwie in der Crime-Datenbank drin stehen. Ne? Ja, schick mal Frau los mit Facebook und die finden dann alles raus. Ja. Das ist noch sicherer. Es gibt noch eine viel krassere Meldung die Woche. Ja. Noch krasser. Na klar, noch krasser. Dagegen ist deine Presse. Das haben wir auch nie gepostet, dass wir uns darauf vorbereiten können. Natürlich nicht. Natürlich ja, nicht. Okay. Ich habe übrigens jetzt gelernt, dass der Typ, der Contact mitgeschrieben hat, wo ich es hier gerade im Chat lese, irgendwie später dann auch für die Regierung gearbeitet hat. Ich wollte es nur mal. An Stingis Lieblingsfilm. Richtig. Gibt's denn nie? Ja. Ist doch was dran. Es ist doch was dran. Freunde der Nacht, es ist was passiert. Wir müssen über David Grush sprechen. Ein Whistleblower, der in den USA ein sehr krasses Interview gegeben hat. Paul, bist du da im Bilde? Wahrscheinlich, oder?
logisch. Natürlich. Micha? Geht aber jetzt nicht zusammen mit dem anderen großen Event vorgestern. Nein, das ist zufällig alles in einer Woche gefühlt passiert. Das ist auch sehr zufällig irgendwie alles, oder? Es ist komisch, dass das alles sehr zufällig ist. Aber ich wollte da hin und dann durfte er nicht und dann habe ich gesagt, dann mache ich es immer alleine. Wahrscheinlich. War der beleidigt dann? Ein ehemaliger Geheimdienstoffizier, David Grush, der zum Whistleblower wurde, hat dem Kongress und dem Inspekteur der Intelligence Community umfangreiche geheime Informationen über stark geheime Programme übergeben, bei denen er sagt, dass intakte und teilweise, halte ich fest, Micha, teilweise intakte Fahrzeuge nicht menschlichem Ursprungs geborgen wurden. Sprich, die USA sollen im Besitz sein von 13, 14, 15 Objekten. Die funktionieren, die teilweise noch, davon sind 50% flugfähig. Die Informationen wurden unrechtmäßig von dem Kongress zurückgehalten und er hat eine Beschwerde eingereicht, indem er behauptet, dass er illegale Repressalien für seine vertraulichen Enthüllungen erlitten hat. Andere Geheimdienstmitarbeiter, sowohl auch Pensionierte, haben unabhängig voneinander ähnliche unterstützende Informationen sowohl als auch auf außerhalb dieser Geschichte bereitgestellt. Und jetzt kommt's ja, es ist ja ein neues Gesetz in den USA verabschiedet worden. Könnt ihr euch erinnern, das Whistleblower schützt? Ja. Ja. Direkt danach ist der Typ auf die Presse gegangen. Die haben ihm gefühlt, ist das Ding geschrieben worden für den Typen, dass ihm nichts passieren kann. Der Whistleblower. Ja gut, oder er hat halt den Moment abgewartet, ne, wo es endlich. Oder er hat den wichtigen Leuten das im Vorfeld schon gesagt, sagt, ich sage das aber erst öffentlich, wenn ihr das so macht, dass ich geschützt bin. Oder so. Man weiß es nicht. Also meinst du, der hat das Gesetz losgetreten. Aber nichtsdestotrotz, es kam ihm gelegen, aber er hat anscheinend trotzdem auf die Finger bekommen. Ja, pass mal auf. Also er ist nach dem Gesetz her illegal wäre. Er ist ein ehemaliger Kampfoffizier, war in Afghanistan, ist Veteran der National Geo-Dingsbums Intelligence und war auch in verschiedenen Büros tätig, die sich mit sowas beschäftigen. Und er war von 2019 bis 2021 Vertreter des Aufklärungsbüros beim Taskforce für nicht identifizierte Luftphänomene, also für UAPs. Aha. Von Ende 2021 bis 2022 war er Co-Leiter der UAP-Analyse und Vertreter bei der Taskforce. Und die wurde eingeführt, um das zu untersuchen, was als UFO bekannt wurde und nun als offiziell als nicht identifiziertes anomales Phänomen, also UAP, bezeichnet wird. Die Taskforce wurde vom Department of the Navy unter dem Büro des Untersekretärs für Verteidigungsintelligenz und Sicherheit geleitet. Und sie wurde seitdem reorganisiert und erweitert, um auch Untersuchungen von unter Wasser operierenden Objekten einzubeziehen. Grush sagte, heißt UAP jetzt ja auch nicht mehr Aerial Phenomenon, Unknown Aerial Phenomenon, sondern Unknown, wie hast du gesagt? Abnormal Phenomenon oder irgendwie sowas. Also das Aerial haben sie jetzt auch gestrichen, weil sie gemerkt haben, wahrscheinlich kommt auch ab und zu mal was aus dem Wasser. Ja, wenn also denn da das. Haben wir ja auch schon, aber das Thema haben wir ja auch schon öfter angeschnitten. Ja, aber das UFO muss erst trocknen, ne? Also das weißt du ja auch. Also das Grush sagte. Grush sagte, dass seit Jahrzehnten, das ist überhaupt die Meldung der Woche, Grush sagte, dass seit Jahrzehnten die Bergung von teilweise fragmentierten bis hin zu intakten Fahrzeugen oder Flugobjekten der Regierung, ihren Verbündeten und Verteidigungsunternehmen durchgeführt wurde. Also wir reden hier wahrscheinlich von Skunkworks und Co. Oder Paul, was ist noch ein Unternehmen, was da mitmischt? Radeon. Klingt Lockheed wie eine Martin. Lockheed, genau. Das doch, ja, ich kam nur nicht drauf. Deswegen habe ich die Frage so gestellt, als ob ich dich jetzt mit einbinde, damit meine Dummheit hier nicht rauskommt. Ganz einfach. Alles gut, Conny. Wir werden dich immer auflaufen lassen. Das ist sehr schön. Ich mag Aufläufe. Ich mag Aufläufe unheimlich gern. Aber sehen wir, das ist eine ganz, ganz krasse Story hier. Und es geht ja noch weiter. Analysen haben ergeben, dass die geborgenen Objekte exotischen Ursprungs, also nichtmenschliche Intelligenz, ob außerirdisch oder unbekannter Herkunft sind, basierend auf den ganzen Sachen des Materials, sowie dem Besitz einzigartiger atomarer Strukturen und radiologischer Signaturen, hat er gesagt. Er reichte eine Beschwerde ein, der Grush, die von einem Anwalt vertreten wird. Und der wiederum ist eine Hausnummer, der war nämlich zuvor als Inspekteur der Intelligence Community tätig. Also er ist ein Schwergeschwicht, was das betrifft. Der Typ hat da selber vorher mitgemischt auf der anderen Seite. Die Beschwerde besagt, dass die UAP-bezogene klassifizierte Material, also dass das Material vorsätzlich
vor dem Kongress zurückgehalten oder aber verheimlicht wurde, um eine legitime Aufsicht über das UAP-Programm zu verhindern. Und jetzt ist es soweit und so krass, dass der Kongress nach vielen Jahrzehnten, in denen die US Air Force eine Desinformationskampagne zur Diskredierung von Berichten über unerklärliche Objekte durchgeführt hat, auf Antworten. Und mit dabei sind auch so Namen wie Christopher Mellon, der taucht ja hier auch manchmal auf. Und das ist ziemlich abgefahren, die ganze Story. Also ich habe es jetzt ein bisschen zusammengefasst. Da gibt es noch viel mehr Texte zu, aber ich denke, das sollte unserer Community eigentlich sagen, das steht in allen Texten zusammengefasst drin. Das ist doch der Oberwahnsinn. Also wenn das wahr ist, und es scheint ja irgendwie was dran zu sein, sonst würde ja der Kongress nicht sagen, ey Leute, so geht's ja nicht und wir geben dem Typ Schutz und ja, und das bestätigen unabhängige, hochrangige Leute, dann heißt es ja, dass diese Desinformationskampagne seit Jahren läuft und ja, Paul, irgendwie... Ist ja noch nicht mal Desinformation, es ist einfach No Information. Ne? Also ja, nicht nur so, dass es, das fängt an mit dem Wetterballon. Falsch streuen. Ja, gut, aber ich meine, die andere Info haben sie ja anscheinend gar nicht rausgeben wollen. Also nochmal ein bisschen zusammenzufassen. Es gibt quasi einen Typ, der jahrelang für die Regierung in Programmen gearbeitet hat, die UFOs oder UFO-Teile geborgen und analysiert hat. Ja. Und der ist der Meinung, dass diese Information über welche UFOs die, sagen wir mal, das Militär oder was verfügt, dass diese Information öffentlich gemacht werden müsste, auch im Rahmen dessen, dass ja quasi ja mittlerweile Dokumente öffentlich gemacht werden müssen auf Anfrage hin. Und das ist anscheinend nicht passiert und daraufhin hat er quasi einmal die Pfeife genommen und die Whistle geblowt quasi. Ja. Hat sich dann berufen auf dieses Whistleblower-Schutzgesetz, hat aber trotzdem auf die Finger gekriegt. Ja. Also, ne, das ist jetzt zum Beispiel wieder so eine Reaktion, die ich jetzt vorhin bei diesem Las Vegas-Ding erwartet hätte, weil da siehst du ja, dass denen anscheinend schon ein bisschen der Arsch auf Grundeis geht, sonst würden sie ja jetzt nicht zu solchen drastischen Maßnahmen greifen und das Thema auch nicht so hoch aufhängen. Also das finde ich fast insgesamt wichtiger als das Ganze, um schon mal ein bisschen was vorwegzunehmen, als dieses ganze Press Club Event vorgestern. Aber ja, es ist tatsächlich interessant. Wie heißt der Typ nochmal? David Grush. Den Link habe ich aber in die Redaktionsgruppe geschickt, dafür, dass ich ja nie was weiterleiten würde. Und ist aber wieder mal mit nur grauen Haken belegt. Also von daher gesehen, habe ich ihn nochmal reingeschickt. In die Redaktionsgruppe, in die Hausaufgabengruppe. Ach, das war dieser komische Link, der bei mir nur so komisch aufging. Ja, vielleicht brauchst du, ja, das kannst du mittlerweile ganz den Namen auch anders eingeben. David Grush. Ich schreib's auch mal in den Chat. Ich schreib's auch mal in den Chat. Also bei uns sind auch viele Nachrichten eingegangen zu dieser Geschichte. Und das ist ziemlich krass, weil unsere Hörer-Community hat gefragt, ob wir was dazu machen. Und wir sollen auch ein Special machen. Aber so viel Special kann man gar nicht machen, weil mehr gibt's da gar nicht zu erzählen. Noch nicht. Aber ich bleib dran. Du hast ja auch schon alles erzählt. Also das war ja jetzt auch jede Menge Infos halt. Schon mal bestätigt, dass der Typ das gemacht hat oder derjenige ist, der behauptet zu sein. Das scheint ja jetzt wohl schon mal zweifelsfrei zu sein, dass er halt fürs Militär in dem Bereich gearbeitet hat. Sonst hätten die ja ihn auch nicht für Geheimnisverrat angeklagt, sondern einfach nur wegen Scheiße labern. Also dadurch, dass er ja, es ist ja quasi schon, dadurch, dass sie sich mit befassen, ist das ja schon eine gewisse Bestätigung. Ja. Ne? Dass der Typ zumindest aus einem Bereich kommt, wo man solche Aussagen ernst nehmen muss. Ja. Egal, ob man die dann bekräftigt eben oder eben dann halt quasi dementiert, aber irgendwas haben sie sich wohl geflissen gefühlt zu machen, was sie jetzt nicht bei jedem x-beliebigen dahergelaufenen Aluhut machen würden. Also insofern tatsächlich ziemlich interessant, ja. Sau interessant. Also wenn das wahr ist, dann ist, geht's aber bald mal richtig rund, würde ich sagen. Ich denke, also wenn die wirklich 14, 15 Objekte irgendwo haben, ne? Ich meine nicht nur in der Area 51, wahrscheinlich in der 52, 53 oder wie auch immer die alle heißen mögen. 51A. Ja, 51B. Neues Flurgesetz, das ist jetzt Hausnummer A. Und das ist B. Ist Hinterhaus, 51B. Ja, das UFO, ist jetzt, also pass auf, du fährst einmal um den Block, ne? Und dann von hinten, ja genau, da klingeln bei Gray.
Genau, genau da. Und dann am besten da vor die Garage stellen. Die machen dann auf, die holen das rein. Einfach vorne dran. Ja, oder Nachsendeauftrag so zu den Reptilien. Ja. Aber da hat ja auch Bob Lazar im Prinzip recht gehabt mit all dem, was er gesagt hat. Ich meine, wir sagen immer, glaubt, was ihr wollt, für euch gut unterhalten. Mittlerweile glaube ich das alles. Also ich glaube es mittlerweile, ja. Also ich glaube es ja eh, sonst würde ich diese Sendung nicht moderieren, aber mittlerweile glaube ich, das so noch, die, mein Gott, ich bin so aufgeregt. Die Anzeichen verdichten sich. Ja, es verdichtet sich, genau. Wie der Boden sich verdichtet, so auch die Anzeichen, genau. Kranplätze müssen verdichtet sein. Es ist aber tatsächlich so, dass, also ich bin auch der Meinung, dass schon mal irgendwas, dass es irgendwas gibt und dass vielleicht auch irgendwas da war. Ob es alles genau so gelaufen ist, wie die eine oder die andere Seite sagt. Ich glaube, vielleicht irgendwo wird was in der Mitte drin stecken. Ich kann mir schon vorstellen, dass, dass natürlich, wenn ein Militär, eine Regierung oder eine Company quasi über diese Technologie verfügt, dass das natürlich ein so krasser Vorsprung ist, dass du das auf keinen Fall mit irgendjemandem teilen kannst, aus was für Gründen auch immer, ne? Als Regierung oder sonst irgendwas, weil du Angst hast, was das auslöst, ne? Oder was daraus passiert. Nichtsdestotrotz hätte natürlich die Öffentlichkeit ein Recht, davon zu erfahren. Ne? Natürlich, Michael, zweischneidiges Schwert. Deine unendliche Powerbank ist in Reichweite. Ja, ist es schon, ja. Da können wir den Scheiß Fusionsreaktor wieder abreißen, den wir jetzt wieder neu zusammendengeln. Paul, was sagst du? Das wäre so gut. Ich finde halt, dass die Informationen, die du gerade alle so relativ zügig vorgelesen hast, auch halt viele krasse Sachen mitschwingen lassen. Und unabhängig von diesem UFO-Thema ist halt, denke ich, vor allem auch heute irgendwie so ein bisschen das Thema oder auch interessant, wie kann das eigentlich sein, dass das eventuell alles so passiert ist, mit denen, die aufgeschlagen sind und die Dinge nachgebaut haben und hier und da, aber in gewisser Weise, da es eine Instanz gibt, die die Informationen noch nicht mal an die Geheimdienste weitergibt, sondern halt alles irgendwie auf einer anderen Ebene für sich behält, damit macht, was sie will, weil wenn das wirklich so ist, dann geht damit auch noch ein ganz anderes Fass auf, was eigentlich mit dem UFO-Thema erstmal gar nichts zu tun hat, sondern irgendwie sich so fragen ist, okay, wer ist denn das? Ja, der Präsident weiß es nicht, die Geheimdienste wissen es nicht, die Kongresse und Pentagon weiß auch nicht, wer es ist, aber alle müssen irgendwie die Klappe halten. Die Präsidenten wissen davon. Deswegen werden dann auch ab und zu mal ein paar erschossen. Also. Hatten wir das mal nicht mal so Kennedy-mäßig? War das nicht auch? Ja, aber offiziell nicht. Also die kriegen kein Briefing, sondern sie müssen halt nachfragen. Ja, gut, auch der Kennedy hat ja nachgefragt und dann wurde gesagt, hier, das geht dich nichts an, lass gut sein, ne? Und so und nur weil Kennedy halt noch einen sehr, sehr guten Bekannten hatte, der halt eben in dieser internen Szene mit dabei war, wusste er ein paar Sachen, aber nicht, weil sie gebrieft wurde, sondern weil er es halt bei einem Bierchen mehr oder weniger erzählt bekommen hat. Der hatte noch einen Gumpel und den hat er gefragt und er hat es ihm dann erzählt. Ja, aber gut. Der letzte Präsident, der quasi informiert wohl wurde, war halt Eisenhower und danach ist das irgendwie alles so ein bisschen diese Gruppierung oder diese Ebene entglitten. Und diese Gruppierung oder Ebene wird oft auch der Komplex genannt und so. Und der was? Du warst kurz weg. Der was? Industrial Military Complex. Okay. Und quasi es die, ist die Leute, genau, die das Geld ist, damit machen, dass sich Leute bekriegen, wenn du so willst. Weil es ist ja eine unter Industrie. Unter anderem. Ne? Und es muss natürlich auch genau, es ist nicht nur Militär, kann, ist auch Wirtschafts... aber ich meine, halt, ne, wie wir es gerade hatten. Ganz ehrlich, es ist... Also das wäre ja schon, also wirklich, wenn da Technologie bei rumkäme, oder sagen wir mal wirklich, die hätten eine unendliche Energiequelle. Das ist, glaube ich, eine Information, die ist so wertvoll, dass sie, glaube ich, über allem steht, was sie dir so als Fassung oder sonst genau. Oder als Ding aufhängt. Da sind die Außerirdischen fast einfach, schon unwichtig. Ja, es ist einfach zu wertvoll oder vielleicht auch zu kritisch, um es direkt öffentlich zu machen. Weil, ja, aber es ist ja auch vollkommen okay, es geheim zu halten, aber dann müsste... Von heute auf morgen, ne? Vollkommen richtig. Also ich könnte sogar verstehen, wenn dieses Thema in gewisser Weise einer Geheimhaltungsebene unterzogen ist, bei der aber wenigstens halt eine gewisse Gruppierung von Leuten, der Präsident, eine außenstehende Opposition, irgendwie so eine Diskussionsgruppe, ein Beratungskreis,
also wie auch glaube, immer halt Bescheid so weiß, aber selbst die wissen nicht Bescheid. Und damit ist es ja, wissen, und es wird dann später noch relevant, offiziell illegal. Ja, das ist das Problem. Und da ist natürlich die Frage, gehst du lieber dieses, ich sag mal, dieses Verbrechen oder diese Illegalität ein, um diese Information zu schützen, bevor du dir ganz klar bist, was passieren würde, wenn es nach außen käme. Na, also sagen wir mal wirklich, du hast einfach die unendliche Energiequelle und könntest die auch ohne Probleme replizieren, könntest von heute auf morgen das Energieproblem auf der Erde lösen. Könntest jedes Atomkraftwerk, jedes Kohlekraftwerk stilllegen. Ne, du brauchst kein Öl mehr. Alle Autos mit Elektroantrieb, weiß ich nicht, die hätten auch vielleicht so ein Ding verbaut. Du brauchst dann nicht mehr Akkus. Jedes Handy hätte so ein Teil. Du hättest klimatechnisch vielleicht ist das Ding, ist diese Energiequelle super neutral. Du würdest die ganze Welt von heute auf morgen umstürzen. Aber dann ist natürlich auch die Frage, sowas wird ja dann auch garantiert nicht nur für gute Dinge verwendet. Wie du schon gesagt hast, die Menschheit muss bereit sein, glaube ich, für so eine Information. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass bei aller Informationsliberalität, die sich ja mittlerweile sogar die USA auf die Fahnen geschrieben hat, dass sie eben Akten veröffentlichen und sonst irgendwas, dass eine Information solchen Ausmaßes bewusst nicht öffentlich gemacht wird. Also ich glaube, wenn... Genau, wenn das ist so passiert. Ist halt genau, die Frage, das war der Fehler. Ob überhaupt was... Jetzt, ich meine, die können vielleicht 15 kaputte UFOs aufgelesen haben oder ein paar sind vielleicht auch flugbereit oder wie auch immer, aber vielleicht haben sie aus der Technologie noch gar nichts rausgezogen. Und da wäre natürlich die große Angst, wenn dann jetzt bestätigt wird, ja, die Amis haben da hinten in der Garage in der Area 51B, da stehen so ein paar UFOs rum, das eine schwebt auch schon seit Jahren einfach, die kriegen es nicht runter, ne? Die haben irgendwie da schon probiert, das festzubinden, keine Ahnung, das schwebt da vor sich hin, ne? Und bloß weil sie selber jetzt nicht mehr weiter wissen, was sie damit noch machen sollen oder wie sie es nachbauen sollen, wenn die natürlich diese Information oder halt auch diese Technologie ganz bestimmt nicht an irgendwelche anderen freigeben, die dann vielleicht was mitmachen können, um dann von hinten raus mit denen aufzuräumen. Also ich kann mir schon vorstellen, wirklich, dass diese Information so schwer ist, dass sie über jedem Gesetz steht, aus der Meinung der Wissenden, ne? Wie das ja. Natürlich die komplette und dann hast du noch Gesellschaft sieht. Dann hast du vielleicht noch einen kalten Krieg und dann machst du es daraus dann nochmal doppelt geheim und top aber secret und hier und da. Laut dem Whistleblower gibt es ja eine Art kalten Krieg, was das betrifft, weil es sind ja alle Nationen betroffen. Und jetzt setze ich noch einen drauf. Er sagt auch zum Beispiel, dass es nicht Roswell war, das erste. Das war einfach nur, ist dumm gelaufen mit Roswell. Das war 33 in Magenta, Italien. Da ist ja die erste UFO-Offizielle abgestürzt. Und die Regierung, die italienische, hat es damals geborgen. Und die Amis haben es denen abgenommen. Sagen, nee, das gibt's immer schön uns, mein Freund. Da gibt's auch Dokumente zu, das kann man auch mal noch ein bisschen tiefer nachlesen und recherchieren. Ihr müsst euch einfach mal das komplette Interview geben mit David Charles Grush. Findet man auch bei YouTube, ist in Englisch, aber mit der automatischen Untertiteluntersetzung kann man das tatsächlich ganz gut gucken. Das ist News Nation, David Grush, einfach eingeben und dann bekommt ihr mit viel Glück, es dauert über eine Stunde, das Video, das komplette Interview. Es ist Wahnsinn, also es ist wirklich Wahnsinn. Was mich nur wundert ist, dass alle großen Mainstream-Medien auf eine Story aufspringen, wie es ist ein Alien in meinem Garten, was 10 Fuß groß ist und hat irgendwie einen Schleier um meinen Garten gemacht. Aber hier die Nummer, die vor 3 Tagen passiert ist, da ist nichts in der New York Times zu lesen oder beim Spiegel. Oder noch nicht. Noch nicht vielleicht, ja. Ist natürlich auch nicht so reizend, als wenn du sagst, ich habe hier 2,40 Meter bis 3 Meter große Aliens in meinem Hinterhof. Das stimmt. Also, er hat ja quasi noch nichts konkret vorzuweisen. Noch sind es ja einfach nur Anschuldigungen. Ne? Aber wenn man bedenkt, von wem sie kommen und wie drauf reagiert wird, das ist ja eigentlich dann immer das Interessante, ne? Ja. Was diese ganze Sache Gewicht verleiht. Ein Ding habe ich noch, dann sind wir schon bei 40 Minuten und haben eigentlich
War gar nicht vom Thema gesprochen. Ach, das haben wir schnell abgehandelt. Ja gut, okay. Ja, das glaube ich auch. Es gab ja am 31. Mai die UFO-Pressekonferenz und das war ein öffentliches Arbeitstreffen der NASA-Studie zu UFOs und UAPs. Die wurde live übertragen. Wir haben einen Link in die Insta-Stories gesetzt dazu. Und die Studie befasst sich damit, wie die NASA ihre Ressourcen wie Erdbeobachtungssatelliten und Weltraummissionen zur Untersuchung von UFOs nutzen kann. Übrigens, by the way, Grush hat auch erzählt, dass es bei uns im Orbit nur spezielle Satelliten gibt und spezielle Sonden, die die UFOs beobachten. Ja, die quasi in die andere Richtung gucken. Ausnahmsweise dann. Aha. Oder wie meinst du? Ja, so verstehe ich es, ja. Die wissen genau, wo sie sind, die wissen genau, wo die langkommen und die haben ganz viele Informationen und ja, es sollen auch nicht alle unbedingt ganz cool sein. Wie der Paul das schon immer sagt, also so langsam, fühlt euch gut unterhalten. Ja, dann sollen sie sich einfach, glaubt mal, uns. Sich einfach mal melden. Ja, wo ist denn der Jochen vom Mars? Wo ist er? Ja, ohne Mist, ey. Gibt's ja nie. Nee, ja. Es wurde betont, dass die Studie keine konkreten Bewertungen von UFO-Sichtungen behandelt, sondern einen Fahrplan für die zukünftige Beteiligung der NASA an der Untersuchung von UFOs. Das wird erarbeitet. Ziel ist da auch, das Stigmata rund um UFOs abzubauen und hochwertige Daten zu sammeln. Das heißt, es geht schon alles in eine komische Richtung gerade. Die Studie wird voraussichtlich Ende Juli in einem öffentlichen Abschlussbericht veröffentlicht. Und das ist interessant. Und die es wurden Studienteilnehmer, die waren dabei, die forderten dann auf, auch interessante und nicht erklärbare Fälle vorzustellen und Bild- und Videomaterial zu zeigen. Und es gab dann auch ein paar Beispiele, die gezeigt wurden in der Pressekonferenz und wo man halt nicht weiß, was es ist. Und es wird jetzt eben noch einen großen Abschlussbericht im Juli geben. Wahnsinn! Also ich finde es richtig abgefahren, was da gerade passiert. Wobei ich ja schon glaube, dass die NASA prinzipiell jetzt vielleicht auch gar nichts weiß von den Sachen, die so regierungstechnisch hinter den Fasaden laufen. Also das, was dieser Grush quasi öffentlich macht, dass die NASA da gar nichts davon weiß. Ich glaube, man lässt die NASA, ein Teil der NASA, und diese ganzen Weltraumagenturen, wie sie auch, ne, wie sie auch sehen, die lässt man einfach mal machen. Ne? Die denken mir, ja gut, keine Ahnung, mit der Technologie, die hinten in der Area 51B-Garage steht, hätten wir die in 2 Sekunden auf den Mond gebracht, das wäre überhaupt kein Problem, aber ne, da müssen wir ja zugeben, dass wir diese Technologie haben oder wie auch immer. Lass ruhig mal die NASA-Leute, die sollen mal mit ihrer riesen Silvester-Rakete da die Leute so richtig actionmäßig auf den Mond schießen. Mhm. Und dann können die ja mal ein bisschen rumgucken, ob die was sehen. Aber ich glaube, das ist die beste Tarnung, wenn du so tust, als hättest du diese Technologie noch nicht, indem du einfach so eine überflüssige Weltraumagentur hast, wenn es wirklich so wäre. Also ich glaube nicht, dass die NASA an irgendeiner Art von Vertuschung beteiligt ist, sondern die macht einfach ihren guten alten Menschenkram mit der guten alten Menschentechnologie, mit der Menschenwissenschaft, soweit wie wir jetzt sind und das Beste, was wir machen können, versuchen die rauszuholen. Ja. Ich glaube also nicht, dass sie bisher irgendwie profitiert hätten, sagen wir mal, wenn es denn so wäre, von irgendeiner außerirdischen Technologie, die schon da ist, oder? Also, Paulus, meinst du? Ich bin 100 pro bei dir, was diese Vertuschungs-Action ist. Und ich glaube, dass... Also noch nicht mal Vertuschung, das ist einfach nur dadurch, dass man die einfach machen lässt. Ne? Und die kommen jetzt nicht plötzlich mit einem neuen Shuttle, das irgendeinen komischen, unerklärlichen Antrieb hat, sondern das ist halt immer noch irgendeine Rakete mit so fest Brennstoff, ne, irgendwie hinten raus und im Endeffekt eine große Silvesterrakete, mit der sie sich da ins All schießen. Also super Oldschool-Technik. Ja, das wollte ich jetzt gerade ein bisschen sich nicht erweitert. Ja, erzähl. Das wollte ich eigentlich jetzt gerade ein bisschen widerlegen, weil es gab ja doch zwei, drei Zeugenberichten, die wir, glaube ich, vor 15 Folgen ungefähr abgehandelt haben, wo bei einem NASA-Mitarbeiter halt festgestellt wurde, dass er nichts Besseres zu tun hat, als ständig irgendwelche Fotos, die vom Mond und von Mars gemacht wurden, zu retuschieren und irgendwas, was nach Leben aussieht, da rauszuhauen. Und da ist, glaube ich, auch einer davon wieder schon mal wieder gestorben. Und zwei weitere hatten wir auch schon besprochen. Und es würde bedeuten, dass ein ganz großer Teil genauso, wie du es beschrieben hast, einfach vor sich hinarbeitet und so weiter und so fort. Und gibt so eine kleine oder auch größere Abteilung, die einfach
dadurch, dass diese Firma so auch so krass in gewisser Weise verschachtelt ist oder in gewisse Bereiche unterteilt ist, dass es durchaus auch da wahrscheinlich Subfirmen gibt, die einfach schon viel mehr wissen und auch viel mehr können. Und so laufen diese Geschichten nebeneinander einfach her und der ganz normale Bürger denkt, naja, die probieren nächstes Jahr mal wieder irgendeinen Satellit rauszuschießen oder mal irgendwie wieder eine Runde um den Mond zu fliegen. Mal gucken, ob es klappt oder wenn nicht, ist alles schlimm. Ne? Du kannst dann aber auf diese Art und Weise extrem viel Steuergelder halt auch zur Seite schaffen. Also nicht nur für die Apollo-Programme, sondern für die anderen Programme, die halt im Background laufen. Ich würde ja unheimlich gerne mal über diese Background-Programme sprechen. Von dieser komischen Schwarzkasse finanziert, von dem es doch schon mal. Zusätzlich, hat, ja. Dann musst du die noch nie noch Steuergelder abzweigen. Die haben doch da genug, sagen wir mal, in der Trinkgeldkasse, um das so zu betreiben. Also ich glaube, dass die USA, mal abgesehen von allem Alien-Kram oder die meisten Regierungen, so viel nebenher machen, wo sie Geld brauchen, das quasi da ist, ohne dass es irgendwo herkommt und wo auch nicht unbedingt steht, wo es hingeht, dass sie so Dinge dann schon so neben raus finanzieren können. Also das kann ich mir schon vorstellen. Aber du glaubst, ist das bei der NASA, gibt es irgendwo eine Abteilung, die darauf spezialisiert ist, die Spuren, die auftauchen, irgendwo wieder zu rauszulöschen? Weil ich denke mal jetzt gerade, was so Fotos angeht und sowas, wenn du dieses Command Center siehst, da hocken ja, weiß ich nicht, wie viele Leute, die da irgendwelche Übertragungen und Feeds angucken. Und ich meine, die Bilder werden auch durch mehr als eine Hand gehen, bevor sie mal irgendwo wirklich auftauchen. Also da müsste ja wirklich eine Instanz, sagen wir mal, zwischen dem, ich weiß nicht, also den Datenstrom abgreifen und das da korrigieren, bevor es dann irgendwo in so einem Command Center oder sowas aufschlägt. Halt gerade, was jetzt Bilder angeht oder sowas. Ja, also gab es ja auch letztendlich bei der vorstellen. Apollo-Landung, dass da auf zwei Channeln gefunkt wurde. Ne? Da gab es einen offiziellen, medizinischen, ja, Anführungszeichen, ja, genau. Und dann gab es den offiziellen. Also ja, ich meine, erstmal kommt es irgendwo an und ab da wird halt entschieden, wo wird es weitergeleitet. So, also ich glaube, wenn sich da einer vorne dran schmuggelt oder eine Instanz oder eine Gruppierung oder eine Subfirma nochmal da vorne dran bastelt, oder letztendlich die Ursprungskonnektivität ist und danach erst alles weitergeht an die NASA, dann ist es doch easy peasy. Also ist ja also eigentlich glaub, schon alles da. Command Center schon daran interessiert ist, live auf die Sachen drauf zu gucken und du das auch nicht so schnell korrigieren könntest, zumindest in der vergangenen Zeit nicht, dass es nicht auffällt. Ich denke mal, diese zwei Funkkanäle bei der Mondlandung ist natürlich so, wenn da plötzlich irgendwas schiefläuft und die in ihre Kapsel verglühen, dann willst du nicht den Panikfunk auf der öffentlichen Leitung haben. Ne? Sondern ja, aber die waren doch beide nicht kodiert, oder? Aus unerklärlichen Gründen, denk schon. Und jetzt zumindest irgendeine Frequenz, die abhörbar ist, ach, oder irgendwas. Aber die werden dann wahrscheinlich nicht, während irgendwie die Astronauten in der brennenden Kapsel um ihr Leben schreien, das halt weiterhin in dem öffentlichen Ding machen, sondern die haben dann irgendeine gesicherte Verbindung, die dann probiert, irgendwie denen noch Tipps zu geben, was sie machen können oder wie auch immer, aber irgendwie die Todesschreie die von sterbenden Astronauten wirst du nicht in die Öffentlichkeit bringen. Da gab's ja mal, ne? Offiziell die Verbindung ab den, und dann ist den, dann fertig. Den gab's ja mal, bei einer russischen Kosmonautin. Okay, ja gut, die Russen sind das wahrscheinlich egal, aber ich glaube, das ist ganz schön hart, ich möchte es nicht hören, ehrlich gesagt. Nee, aber das willst du auch nicht hören. Ich habe es auch nicht gehört, ich weiß nur, dass es das Dokument gibt, also das Audiodokument. Die beiden Zeugen, die mich ehrlich gesagt ein bisschen überzeugen, dass das bei der NASA so läuft, kann der auch mal selbst recherchieren. Also die eine heißt Donna Hare, hatten wir auch schon mal besprochen, und der andere heißt Carl Wolf. Der Carl Wolf ist allerdings nicht modelliert. Die tatsächlich gesagt hat, sie hat Bilder retuschiert, ne? Oder? Richtig. Das, glaub ich. Ja. Der Carl Wolf hat Mondstrukturen halt. Ich meine, aber das bezieht sich ja auf glaube ich, die 80er oder die 90er Jahre, irgendwie sowas. Aber ich glaube, mittlerweile kommst du aus dieser Live-Nummer schlecht raus. Also gerade was Bilder angeht. Wenn du jetzt irgendwie, stell mal vor, irgend so diese SpaceX-Versuche, die da die ganze Welt live verfolgt hat. Was meinst du, wenn da was aufgetaucht wäre, meinst du, die hätten dann dass da irgendwie schnell rausreduzieren können. Also die hätten glaubst du nicht, dass wir irgendein Live-Bild sehen?
Du glaubst doch nicht, dass es vorher durch den Filter geht. Ja, jedes YouTube-Video, das du hochlässt, läuft vorher nochmal durch irgendeinen... Der Eurovision Song Contest ist auch nicht live. Der ist nämlich auch zeitversetzt ausgestrahlt. Eine Minute. Ja, das ist nur, falls mal wieder einer in den Nippel rausrutscht. Dass er da oder weil es ein Grey auftritt. Ja. Seit Justin Timberlake und Janet Jackson vorher so. Ist da immer einer mit der Hand am roten Knopf. Ja, so gesehen schon, aber dann wird halt die Verbindung unterbrochen. Aber so, dass du, glaube ich, aus weiß nicht wie viel Live-Feed-Kameras da live jetzt ein auftauchendes UFO rausretuschieren würdest, ist, glaube ich. Schaut euch mal die zwei Interviews an, dann babbeln wir nochmal drüber. Wir babbeln nochmal drüber. Also gut. Micha, du hast noch eine Nachricht mit Leben auf dem Mond. Und ich wollte dir noch was sagen. Leica hat im Chat gerade geschrieben, Micha hat das böse F-Wort gesagt, Frequenzen. Ja, tut mir leid. Ja. Ich habe aber wirklich Frequenzen gemeint, Funkfrequenzen. Das sind ja echte Frequenzen. Ne? Ja, du als alter Amateurfunker. Elektromagnetische Wellen, ne, haben eine Frequenz, das ist ganz klar. Ja. Mein Gehirn, weiß ich nicht, hat höchstwahrscheinlich keine Frequenz. Okay, aber die natürlich reißerische Meldung, die NASA berichtet, es könnte doch Leben auf dem Mond geben, ne, diese Woche noch gefunden, oder glaube ich sogar gestern oder ne? Vorgestern. Bei Tetra N, meine schönen Freunde von den Typo 3 News. Es geht kurz gefasst darum, ne, das ist natürlich wieder eine schöne Clickbait-Überschrift, könnte es Leben auf dem Mars geben, Fragezeichen. Mond? Ne? Es könnte doch auf dem Mond, ja auf dem Mars dann im Endeffekt auch, weil das Fazit aus dem Artikel ist, es könnte tatsächlich sein, dass da oben was existiert und zwar was wir mitgebracht haben. In zig Mondlandungen hat er doch irgendwo vielleicht irgendeiner mal sein Kaugummi irgendwo hingeklebt. Und da waren noch ein bisschen Bakterien dran oder irgendwas. Und die könnten da oben tatsächlich überlebt haben. Weil es gibt natürlich auch Lebensformen, die theoretisch anscheinend da oben überleben können. Weiß ich nicht, ob das irgendwelche Bärtierchen sind oder so. Ne, die kennt man ja. Aus dem Kaugummi. Hat ja schon auf den... Aus dem Kaugummi entstanden. Ja, das war jetzt nur ein Witz natürlich. Ne? Der hat da in Wirklichkeit, weiß ich nicht, hat er in der Kapsel genießt und wenn die rausgehen, ne, dann wird ja auch die Luft abgelassen oder so, ne, in der Schleuse und da hat es vielleicht irgendwas mit rausgeweht, weiß Gott. Oder es hat irgendwas draußen dran gehangen an der Landekapsel, was dann da geblieben ist, ne? Irgendwas. Es geht quasi einfach nur um Mikroben, die Astronauten auf den Mond mitgebracht haben und da vielleicht auch unwissentlich zurückgelassen haben. Aus Versehen. Und das ist ja auch eine große Theorie, wie sich das Leben quasi durchs Universum verbreitet, ne? Wie hieß es, Panspermie oder irgendwas. Vielleicht schließt sich der Kreis und wir sind dann selbst eine von den Rassen, die wissentlich oder unwissentlich Leben auf anderen Planeten entzünden, sage ich jetzt mal. Mhm. Darum ging es eigentlich in dem Artikel. Aber ich fand es tatsächlich interessant. Es wird dann auch verglichen, dass es eben auch auf der Erde Tiere in Lebens- oder Lebewesen in sehr unwirtlichen Gebieten gibt, von denen man es nicht vermutet hätte. Auch zum Beispiel tief unter Wasser in irgendwelchen Vulkanen, wo auch definitiv kein Licht mehr hinkommt, weil man immer sagt, oh, das Sonnenlicht ist irgendwie ganz, ganz wichtig fürs Leben an sich. Also leben wohl Tierchen, auch gerade eben so diese Bärtierchen, die sich quasi nicht wirklich töten lassen. Ne? Die können austrocknen, aber wenn du die nass machst, auch nach Jahren, dann fangen die wieder Leben an, ne? so in der Art, brauchen keinen Sauerstoff, können extreme Hitze und vor allem riesigen Drücken, also Atmosphärendruck widerstehen. Und da war dann halt die Annahme, haben wir sowas vielleicht auf den Mond gebracht? Ne? Und was können wir tendenziell damit auch versehentlich auslösen? Ne? Auch die Lander, die wir ja mittlerweile auf dem Mars schon ein paar abgesetzt haben, ne? ist mir da sicher gegangen, dass die komplett clean sind, höchstwahrscheinlich nicht bis in die ausschließen können, weil ja allein die Rakete durch unsere Atmosphäre rauscht und da was weiß ich was dran hängen bleiben könnte. Also das ist zumindest ein interessanter Denkansatz, den ich gedacht habe, ich bringe einfach mal ein. Ja, aber wie gesagt, noch kein Beweis für Leben auf dem Mond. Aber ich finde es wirklich interessant, wenn man dann tatsächlich so ein paar alte Bekannte aus den 60er Jahren wieder trifft da oben. Ja, das finde ich. Ey, was machst du hier aus? Ich gucke so nach Dingen.
Ja, ich habe jetzt aber auch gelesen, der Mond ist hohl, also er wird ja immer verrückter. Ja, vielleicht sind die ja dann da innen reingekrabbelt, vielleicht fühlen die sich ja auch da wohl, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ja, solange die aus meinem Vorgarten, solange die mir keine Milben und Blattläuse hier schön meinen Vorgarten schleppen, ist mir das alles recht. Das stimmt. Ja, ansonsten muss ich da hier das große Moskitonetz hochziehen. Ich habe noch ein paar Hörersachen, bevor wir zum Thema kommen. Ja. Das würde ich jetzt mal machen. Ja. Ja. Nee, falscher Knopf. Telefon. Fax. Das gute alte Fax aus dem öffentlichen Dienst. Es ist da mittlerweile abgeschafft. Hier ist es gelandet. Sau cool. Die Prosecco-Laune wird ja auch hier aufgezeichnet. Ich habe ja noch einen Hörerfax. Das finde ich super. Ja, es kommt sogar hier an. Also das finde ich, ich habe schon überlegt, ob ich die Nummer einfach mal missbrauche und sage, schickt mir eure Alien-Bilder. Aber ich glaube, dann springen sie aus der Hose. Wir haben eine Audionachricht bekommen und das Problem ist, wir sind ja live auf Discord nebenbei. Die Discord-Beiwohner. Grüße an die Community übrigens. Ja, super geil. Der Chat ist auch sehr aktiv. Micha, nochmal zu dir, weil er sagt, das Gehirn habe keine Frequenzen, zählen den Alpha-Wellen, Delta-Welle etc., die wissenschaftlich nachgewiesen werden, nicht zu Frequenzen. Jetzt wird es mir zu kompliziert. Ich kenne eine Donauwelle, die hat auch eine hohe Frequenz. Tendenziell, jedes Atom hat eine Frequenz, solange es nicht eiskalt ist und keine Energie mehr hat. Ne? Also das schwingt ja auch. Also irgendwo wird sich irgendwo eine Frequenz finden lassen. Aber ihr wisst schon, einfach dieses Bullshit-Wissenschafts-Esoterik-Frequenzgelaber. Weil von denen weiß keiner, was sie genau mit Frequenz meinen. Das ist einfach nur ein Platzhalter für irgendwas. Aber da höre ich tiefer atmen auf der anderen Seite im Saturngürtel. Schenkt dem Mischer mal ein Buch nachträglich zum Geburtstag. Frequenzen selbst machen. So ungefähr der Titel und das musst du dann durcharbeiten, Micha, so machen. Das fände ich witzig, wenn du es durcharbeiten musst. Die schönste Frequenz war eigentlich immer, als ich mit Micha gesagt habe, kurz nach 7, ihr seid auf der 91.8, schönen guten Morgen, ja, das waren noch schöne Zeiten. Ach, als wir noch im Radio spielen durften, was wir wollten und es war meistens keine Musik, weil wir so viel geredet haben. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Der Rekord war ein Song in 2 Stunden, Micha. Das habt ihr nicht gewusst. Von 7 bis 9 Uhr. Weil nur ich hab kaum Zeit, aufs Klo zu gehen. Das war furchtbar. So wir haben eine Audionachricht bekommen von Julian. Und das Problem ist, die Discord-Community kann das jetzt aus technischen Gründen nicht hören. Ich glaube, das sind 4 Minuten. Und der Lehrer in dem Fall würde jetzt sagen, das ist für euch die Biopause. Oder der Team-Meetings-Mensch oder wer auch immer. Ich war noch nicht wieder in so einer Videokonferenz, weil ich bin ja auch Ausbilder. Und dann sagte diese Lehrerin, es gibt jetzt eine Biopause. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Bierpause. Ne? Ich hab dann Tabakpause draus gemacht und habe dann irgendwie an meinem USB-Kabel für die Kamera gerüttelt und habe gesagt, ich habe auch ein Problem mit der Kamera. Und dann habe ich sie rausgezogen. Und dann habe ich die letzten 2 Stunden einfach nur noch zugehört und die Füße hochgelegt. So, 4 Minuten Fahrstuhlmusik im Kopf für euch da draußen. Ich spiele jetzt die Nachricht ein. Im Podcast könnt ihr das ja nachhören und es gibt dazu auch die Frage, dass Paul oder Micha eine Antwort für ihn haben oder eine Idee. Ich drücke auf Play und ich hoffe, ihr könnt das hören. Okay. Ja, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dem Team von Alarm Stufo, lieber Conny, lieber Micha und Dr. Paul natürlich nicht zu vergessen. Ich bin jetzt bei eurer 28. Folge auf Spotify. Alles mega interessant, mega super. Was willst du dazu noch sagen? Und ich habe mir jetzt gedacht, nach 28 Folgen bringst du das mal übers Herz, jetzt doch mal zu erzählen, was mir widerfahren ist. Und zwar müsst ihr wissen, ich war auf dem Rückweg von Misdreu nach Hause, ins wunderschöne Land Brandenburg. Und war auf der Autobahn gewesen. Ich müsste jetzt nachgucken, wie die Route war. Ich weiß jetzt nicht welche. Und war mit meiner Freundin, wie gesagt, auf dem Rückweg. Und wie soll ich sagen, es war nachts und was ist passiert? Ich fahre und fahre und fahre und fuhr und fuhr. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, im Hintergrund war so ein bisschen... Ja. Moment, geht weiter. Im Hintergrund, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich aufgehört habe, im Hintergrund war auf jeden Fall ein bisschen Wald gewesen.
Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, als ich dann so lang gefahren bin, aus diesem Wald ist ein Lichtstrahl, kannst du das nicht mehr nennen, so eine Art Lichtsäule senkrecht nach oben gestartet. Krass. Wenn ich das irgendwie beschreiben müsste, wäre das, ich hoffe, ihr kennt den Son Goku aus Dragon Ball als Kamehameha, die Attacke, die er ausführt, senkrecht nach oben. Und ist dort, ja, ich will jetzt nicht sagen explodiert, aber auf jeden Fall hell erleuchtet näher zum Schluss. Und ja, hat erstmal den Nachthimmel erhellt. Und ich breche mal die Nachricht ab, bevor ich, also ich erzähle gleich weiter. Und hat den Nachthimmel erhellt und ich auf der Autobahn, Gott sei Dank war keiner hinter mir, musste ich erstmal anhalten, weil ich mich so sehr erschrocken habe. Der hätte ich auch angehalten. Meine damalige Ex-Freundin hat es auch gesehen gehabt. Wir haben uns, also sie wurde aus dem Schlaf gerissen und ich wirklich Vollbremsung auf der Autobahn. Oh. Und wie gesagt, ich kann von Glück reden, dass wirklich keiner hinter mir war. Ich hätte sonst den Unfall meines Lebens gebaut. Ich weiß nicht, ob das andere auch gesehen haben. Wie gesagt, das war ein wirklich senkrechter Strahl nach oben. Dann hat die ganze, war der ganze Nachthimmel erleuchtet gewesen und dann war es weg gewesen. Bupp. Einfach so. Und ich habe mich jetzt, meine Ex-Freundin und ich haben gesagt, naja, wem willst du das erzählen? Das ist ein bisschen dämlich, also lassen wir das. Glaubt uns sowieso keiner. Und das war keine Rakete gewesen, also kein Knaller, kein Silvesterknaller. Kommt noch was? Moment. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch gutes Gelingen. Viel Erfolg. Was gibt es noch so zu sagen? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall auf weitere Folgen, die ich mir noch weiterhin anhören werde. Wie gesagt, ich bin bei Folge 28. Mir gefällt alles super. Find euch klasse, find euch witzig. Und glaubt, was ihr wollt. Hauptsache, ihr fühlt euch unterhalten. Sehr gut. Vielen Dank, Julian. Der ist auch bei Discord, das weiß ich. Ich habe ihm nämlich gerade noch geschrieben, dass wir die Nachricht nicht technisch ins Discord reinbekommen. Woran auch immer das liegt, ich weiß es nicht. Aber es ist eine krasse Story. Also wir fassen kurz zusammen. Er ist unterwegs am Waldesrand in Brandenburg und dann kommt dann so ein Lichtstrahl aus dem Wald und es ist so hell, dass sogar seine Freundin aus dem Schlaf aufwacht und er hat sich so erschrocken, dass er auf der leeren Autobahn angehalten hat, um erstmal runterzukommen. Das ist krass. Jetzt liegt aber auch in Brandenburg ganz viel Munition im Wald. Ja, also erstmal, Julian Wick, vielen Dank. Ich weiß nicht, ob du uns jetzt gerade live auch verfolgst auf Discord, aber mega cool, dass du auch den Mut hast, deine Story mit uns zu teilen. Also es hört schon mal echt sehr abgefahren an. Julia, also wenn du da bist, du kannst dich auch zuschalten jetzt. Du kannst dein Mikrofon gern aufmachen und kannst mit uns sprechen darüber, wenn du möchtest. Wenn er sich traut. Also er hat ja beschrieben, mal für die Discord-Hörer, die es jetzt nicht live hören konnten, er ist quasi auf der Autobahn langgefahren aus dem Wald, ist erstmal eine Lichtsäule senkrecht nach oben gestiegen. So ein bisschen so Son Goku-Style. Ne? Over 9000 ist da die Lichtsäule hochgeballert und dann hat es anscheinend irgendwie eine Explosion gegeben, aber ohne, dass es einen Knall gab, sage ich jetzt mal. Und für eine kurze Zeit war der Nachthimmel... Von der Kamera. Warte mal, du bist ein bisschen leise, mein Lieber. Oh, pardon. Oh, ich weiß nicht. Hi Julian, bist du da? Warte mal, ich kann nicht, glaube ich, auch lauter machen. Jetzt kommt wieder, ja, du weißt halt nicht, wie das geht. Und ich habe ihn auf 200% gesetzt. Sag mal. Hallo, ja, ich bin der Julian, hi. Hi, grüß dich. Herzlich willkommen in der Sendung. Hi, cool, wow, dass du da bist. Ja, also ihr müsst euch das eher wie von der Fotokamera diesen Lichtblitz vorstellen. Weniger wie eine Explosion. Also es war nur ein kurzer Blitz quasi dann. Naja, auf jeden Fall hat es genug gereicht, um aufzuschrecken. Ne? Also das war, auf jeden Fall war die ganze Umgebung war hell gewesen. Das war Bin von also 21, 22 konntest du zählen quasi, war alles hell gewesen. Und da war, als ob nie was gewesen wäre. Als ob wirklich wie so ein, also so eine, die Säule war relativ langsam. Ich hätte fast, ich hätte fast gesagt wie eine Sternschnuppe, aber es macht keinen Sinn. Das war eine dicke Säule. Das war eine dicke Lichtsäule, die hochgeht, dann ein Lichtblitz wie beim Fotograf und bupp, alles weg. So. Und nun stehe ich hier seit paar Jahren und dreht nicht drüber, weil ich mich wie ein dämlicher, ne, sonst was fühle. Und meine damalige Ex-Freundin hat auch gesagt, na, halt mal die Füße still. Wisst ihr, wer wisst, was das war, nicht, dass du noch für verrückt gehalten wirst.
Ich liebe ja, ja deinen Berliner Einschlag. Ja. Ja, die Runde ist offen. Experte Paul, Experte Micha, bitte. Ich kann mir ja vorstellen. Das ist tatsächlich. Ja, hast du schon eine Theorie? Ja, also wenn es kein UFO war, dann. Ja gut, also ich meine, eine Lichtsäule natürlich nach oben, brauchst du schon einen dicken Scheinwerfer oder ich meine, es gibt ja auch diese ultrahellen Taschenlampen, aber das würde ja noch nicht diesen Blitz erklären, ne? Also wie du schon sagst, ist ja auch so, wenn du mal so ein auf freiem Feld tatsächlich mal so ein Gewitterblitz miterlebt hast, der relativ nah ist, der vielleicht auch schon auf kurze Folge mal so 2-3 Blitze hintereinander kommen, dann ist es wirklich für eine kurze Zeit, aber natürlich auch nur für einen Sekundenbruchteil, einfach taghell. Aber ein Gewitter hättest du ja auch so wahrscheinlich mitgekriegt. Ich könnte mir vielleicht höchstens vorstellen, dass das irgendwie so gibt, so Magnesium-Munition, die du hochschießen kannst, ne, über so eine Schreckschusspistole, wie so eine Signalflare, nur dass die weiter brennt beim Runterfallen. Die verwendest du auch, um die Umgebung auszuleuchten. Sieht man auch ab und zu mal in irgendwelchen Kriegsfilmen oder so, dass du dann wirklich für eine kurze Zeit, für ein paar Sekunden ein Areal wirklich sehr ausgeleuchtet hast. Allerdings ist es meines Wissens kein wirklich weißes Licht, sondern eher so orange-rötlich. Könnte mich natürlich auch irren. Aber prinzipiell sowas gibt es, was aber dann wiederum diese Lichtsäule nicht ganz erklären würde. Also ich meine, und dann muss halt noch dazu irgendjemand sich einfach mitten in der Nacht in den Wald stellen und einfach mal so ein Ding hochballern. Ne? Ich meine, gut, vielleicht irgendwie ein paar Jugendliche, die da Spaß dran haben, aber prinzipiell kommst du da, glaube ich, auch nicht so einfach dran. Also es hört sich auf jeden Fall interessant an. Vorstellung, was dazu sagen dürfte? Ja, klar. Ihr müsst euch vorstellen, also das war bestimmt gute 5 bis 6 Kilometer erstmal entfernt. Das war ja hinterm Wald gewesen auch. Also es war eine relativ dicke Säule auch. Also wenn man davor gestanden hätte, wäre das bestimmt, jetzt lasst mich lügen, 10 Meter Durchmesser, wenn nicht sogar noch breiter gewesen. Okay. Weil das war auch relativ weit weg. Und für eine Taschenlampe, das war eine Säule wie so ein Fahrstuhl, die so hochging, weißt du? Mhm. Also das war nicht, okay, das war nicht eine Lampe, die ist ja an und dann wieder aus. Mhm. Genau, ja. Zack, zack. Da ist ja dann entweder die Säule hoch, komplett da oder komplett weg, genau. Genau, die ging richtig hoch und oben hat sie dann geendet mit diesem Blitz und dann, bupp, war es weg. Ich meine, das könnte dann vielleicht wirklich so eine Leuchtmunition gewesen sein, weil die wird ja von unten abgeschossen, dann wandert die langsam hoch. Ich denke mal, dass vielleicht der Treibsatz, der halt nach unten irgendwie rausbrennt, dass der vielleicht dann erstmal nur nach unten leuchtet und vielleicht einfach diese Rauchspur erleuchtet, die Munition halt hinterlässt. Dadurch hast du vielleicht diesen Säuleneindruck und dann irgendwann platzt sie oben und du hast halt für ein paar Sekunden ein wirklich sehr grelles Licht. Also das könnte vielleicht sowas gewesen sein. Aber natürlich jetzt ganz, ganz beweisen kann ich sie nicht. Aber es würde zumindest halbwegs dazu passen. Was ist denn mit der Theorie, dass in Brandenburg ganz viel Munition lagert? Im Wald. Es gibt ja ganz viele Wälder bei euch ja in Brandenburg. Da ist ja auch gerade wieder leider Waldbrand, wo die Feuerwehr nicht so ganz rankommt, weil da richtig, so viel Munition im Boden liegt. Kann es vielleicht sowas gewesen sein, dass das detoniert ist? Aber das wäre ja eine Explosion gewesen, weißt du? Und wie gesagt, das war ja, ihr müsst euch das wie ein Lichtstrahl vorstellen, wie ein Fahrstuhl. Das war, der Lichtstrahl selber war relativ langsam, wie gesagt, als ob man so eine Sternschnuppe sieht. Bloß, dass die von unten nach oben und Sternschnuppen kommen ja mehr von links nach rechts und nicht von unten nach oben. Also, wie gesagt, wie ein Fahrstuhl. Also, krass. Und wie gesagt, ich kann's mir halt nicht erklären. Und ich stand auch nicht unter irgendwelchen Betäubungsmitteln, weil ich musste Auto fahren. Wir kamen gerade zurück aus dem Urlaub. Paul? Ja, also ich finde es auch bemerkenswert, dass du die Story erzählst. Ich denke, dass da aus meiner Sicht da auf jeden Fall nichts mit Munition und nichts mit Taschenlampe und nichts mit, sag ich mal, dem herkömmlichen im Spiel ist, wie man das vielleicht so irgendwie versucht, sich zusammenzureimen, sondern dass das eventuell wirklich volles Programm ist. Also du hast vielleicht irgendwas gesehen, was da mal irgendwie was mit Fahrzeugen, mit Portalen oder mit, sag ich mal, einem krassen Energiewechsel oder mit irgendwas, was halt so viel Energie von, sag ich mal, A nach B auslöst, zu tun hat. Ich würde mir aber an deiner Stelle weiterhin gut überlegen, wem du die Story erzählst. Super, dass du es im Internet gemacht hast. Das machst du mir echt Hoffnung, ey. Ich schläf heute Abend nicht. Die Männer in Beige kommen nachher.
Nee, ich meine es eher so, nicht im Sinne von, dass du jetzt irgendwie Angst haben musst oder so, sondern eher so im Sinne von, du wirst mit Sicherheit weiter noch in den nächsten Monaten und Jahren auf Gelächter eventuell stoßen. Das ist halt das Problem. Ja. Du musst es einfach wissen, wem du es erzählst oder wem du es auch nicht erzählst. Aber im Großen und Ganzen finde ich es super mutig von dir und auch gut, dass du es einfach mal gemacht hast. Ja, finde ich auch weil unfassbar. Wird mit Sicherheit mehr Leute werden und ich kann es jetzt auch nicht genau sagen, was es ist, aber ich bin guter Dinge, dass das mal was war, was auf jeden Fall sich nicht so einfach mit unserem heutigen Wissensstand und mit unserer heutigen Technik von uns Menschen erklären lässt. Und da kommen mit Sicherheit noch ganz, ganz viel solcher Erlebnisse in den nächsten Monaten vor. Auf jeden Fall bist du, was das hier betrifft, bei uns in dieser Community gut aufgehoben. Sonst wären die ganzen Leute ja nicht hier und glaub genau. mal, das ist, wir nehmen es, also ich nehme sowieso alle Geschichten, die uns hier erreichen, ernst, sei es hier oder bei Aktenzeichen Paranormal, ich finde es immer Wahnsinn, weil ihr habt das ja erlebt. Ihr habt es erlebt, ihr erzählt es uns und dafür bin ich euch echt dankbar, dass ihr das mit uns teilt. Also Moment, ich nehme das natürlich auch. Auch ernst. Ja, natürlich. Ich nehme das natürlich auch ernst. Ich versuche halt erstmal eine normale Erklärung zu finden. Das ist ja auch dein Job. Ich bin auch der Meinung, dass es irgendwas gibt da draußen, aber ich bin auch der Meinung, dass viel, was gesehen wird, einfach eine gewöhnliche Erklärung hat. Und ich glaube, vielleicht, wenn du für dich eine Erklärung brauchst, um es irgendwie abhaken zu können, die vielleicht irgendwie, sagen wir mal, weltlich erklärbar ist, hätte ich jetzt auf so eine Leuchtmunition getippt. Also wirklich, die geht hoch. Ich bin gerade hier auf der Suche auf YouTube, ob ich irgendwo so ein Ding finde. Ich bin mit einer Flare Gun oder Flare Pistol oder Flare Ammo sucht, dass man da was findet. Ich habe jetzt noch nichts in der Richtung gefunden. Was ich gemeint habe, sind bisher nur so Signale, die einmal hochgehen, aber dann oben halt kein Licht über Dauer ausstrahlen, so zum Gebiet erhellen, sondern eher so eine, findest eher Videos, wo du eine Flare Gun siehst, die Leute in Not abschießen, damit sie gefunden werden, irgendwie Bergsteiger ja. oder auf dem Meer oder sonst irgendwas. Aber es gibt, wie gesagt, auch so Munition, die dann einfach beim Runterfallen, das ist wahrscheinlich irgendwie Magnesium oder was abbrennt, was wirklich dazu gedacht ist, für einen kurzen Zeitraum ein großes Areal taghell auszuleuchten, dass es vielleicht sowas war. Aber wie gesagt, natürlich die Option UFO besteht natürlich immer. Ja, wie du schon gesagt hast, glaub, was du willst. Sowas, aber der würde ja nicht von unten nach oben, an dem Meteor, aber der würde ja nicht von unten nach oben, sondern von oben nach unten. Oder Meteorit dann in dem Fall wäre das ja dann, ne? Ja. Weiß ich nicht. Also der müsste ja dann auch quasi in dem Moment irgendwie explodiert sein, aber ich glaube, das hättest du dann gehört, wenn das Ding dann platzt irgendwie. Also wahrscheinlich. Du hast jetzt gesagt, du hast auch keinen Knall gehört, als plötzlich dieses grelle Licht kam. Nein, das war komplett lautlos. Ne? Also gut, jetzt ich war auch im Auto bei 140, 150, was hörst du da, das Auto, weiß ich nicht. Wie gesagt, das war bestimmt gute 6 bis 5 Kilometer entfernt. Wenn du da vorher gestanden hättest, hättest du vielleicht was gehört, weiß ich nicht. Also. Also ich glaube, dass diese Leuchtdinger, die du abschießt, beim Abschuss hörst du die. Also ich glaube, wenn die vom Flug in den Leuchtmodus übergehen, das ist einfach nur dieses Magnesium brennt dann in diesem Geschoss weiter, bis es dann anscheinend halt diese Hauptkammer erreicht und dann heller brennt. Ich glaube nicht, dass du da nochmal einen Knall hörst. Aber es ist natürlich auch so, dass je nachdem, wie weit weg du bist, kommt vielleicht der Schall gar nicht mehr an und nur noch das Licht, je nachdem. Ja, also man kennt es ja auch von Gewitter, wie weit dann Donner nur reicht, aber wie weit du das Licht dann trotzdem siehst, dass es vielleicht sowas war. Aber wie gesagt, natürlich die Option UFO, die steht dir immer offen. Aber wirklich echt gut, dass du dich getraut hast, uns das mitzuteilen. Ihr seid auch neben meiner Ex-Partnerin die allerersten, ne? Also. Wir fühlen uns geehrt. Das ist sehr lieb von dir. Ich meine, wem willst du das sagen? Ne? Ja. Willst du das sagen? Wie war das nochmal? Der Bundespolizei, die ist dafür verantwortlich? Ja. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich da irgendwie... die Cops gerufen hätte? Wahrscheinlich, ja. Doch, ich hätte es wahrscheinlich... Aber was sagst du denen dann? Ey, ich glaube, hier ist gerade was explodiert. Kann sein, ja. Und dann stehen sie aber dann ganz unauffällig in Wagen mit Regierungskennzeichen und Anzügen, stehen sie dann stundenlang vor deiner Haustür und gucken die durchs Fenster. Braucht ja auch keine Sau dann. Also lieber nicht angerufen. Ja.
Wie du das machst, machst du das falsch, ne? Ja, gut. Das stimmt. Alles klar, aber vielen Dank. Sehr gerne. Ja, ich hoffe, du bleibst noch weiter dran, bis unsere Folge durch ist und du bleibst uns weiter gewogen. Hast du ja noch ein paar Folgen vor dir, wenn du jetzt noch bei 28 bist? Also Folge 32 bin ich jetzt, da ist ein bisschen noch was vor mir, genau. Ja, und hast du noch ein bisschen Futter. Und du bist noch nicht müde. Ich habe immer einen mega Respekt vor Leuten, die sich das so halbwegs am Stück durchhören. Ich könnte mich selbst nicht ertragen. Es gibt und Menschen. Ich finde eure ersten Folgen gar nicht so schlimm. Also ich finde dieses Techtelmechtel ist eine harte Probe. Zwischen Paul und Micha finde ich richtig gut. Also, ich weiß nicht, fehlt nur zwei Boxhandschuhe und ein Ring und. Nein, ich finde das super. Ich finde diese Arbeit super, die ihr macht. Also. Muss ich ganz ehrlich sagen. Gut. Vielen Dank. Danke dir. Du hast übrigens ein sehr schönes Hundebild. Ist das deine? Hat eine künstliche Intelligenz für mich erstellt. Sau gut. Tatsächlich mein Brownie ist ein Chihuahua-Spitzmischling. Und der sieht so ähnlich aus. Sehr krass. Vielen Dank. Und wenn du wieder was hast, gerne melden. Falls du nochmal zurückkommst, sagst du Bescheid. Tschüss, mach's gut. Ciao. Sau krass, gell? Also wirklich super. Ich habe noch, wir haben noch künstliche Intelligenz, kommt auch noch was dazu. Und dann müssen wir langsam mal aufs Thema, Leute. Es ist ja wirklich, nicht, dass ihr gleich ins Bett müsst. Nein? Ich bin schon seit einer Stunde bettmüde. Wie nennt man das? Ich habe seit einer Stunde die nötige Bettschwere. Du auch? Ja. Alles gut, wir ziehen noch durch, ich bin noch fit. Das ist sehr gut. Ich habe zwei Cola getrunken beim Kroaten vorhin. Ui, zwei Cola. Also, wir haben eine Nachricht bekommen. Ich kann den Namen aber nicht entziffern, weil ich das irgendwie nicht so... Schreib doch mal deinen Namen in den Chat. Hallo, liebes Alarm-Stufo-Team. Ich habe eine kleine Geschichte für euch und das wird Conny ganz besonders freuen. ChatGPT hat sie geschrieben. Liebe Grüße. Ach, Sebastian, da steht's ja. Ha, danke, Sebastian. So, er hat geschrieben, schreib mir eine Geschichte über den extraterrestrischen Erstkontakt der Freunde Conny, den, ich will es glauben, Typen, Mischa, den skeptischen Kerl und Paul, dem vielleicht Insider. Und ChatGPT hat Folgendes geschrieben, angeschnallt und mitgedacht. Der Erstkontakt. Es war ein warmer Sommerabend, als Conny, Mischa und Paul am See saßen und den Sternenhimmel betrachteten. Plötzlich erschien in der Ferne ein helles Licht, das immer größer zu werden schien. Die drei Freunde machten sich auf den Weg, um sich das Phänomen genauer anzusehen. Als sie näher kamen, konnten sie erkennen, dass das Licht von einem außerirdischen Raumschiff ausging. Conny war begeistert und glaubte sofort an den Kontakt zu Außerirdischen. Mischa hingegen war skeptisch und glaubte nicht an solches Ereignis. Paul, der vielleicht ein Insider war, versuchte die Situation zu analysieren und erklärte den Freunden, dass es sich um einen Kontaktversuch handeln könnte. Plötzlich öffnete sich die Tür des Raumschiffes. Zwei ungewöhnliche Wesen traten heraus. Sie waren klein und dünn und hatten einen großen Kopf mit großen Augen. Conny war voller Freude und wollte sofort mit den Wesen kommunizieren. Mischa hingegen war immer noch skeptisch und glaubte an einen Scherz. Paul hielt sich im Hintergrund und beobachtete die Situation. Die außerirdischen Wesen begannen, sich in einer unbekannten Sprache zu unterhalten, aber plötzlich konnte Paul sie verstehen. Er erklärte den Freunden, dass die Außerirdischen nach Frieden suchten und Informationen über die menschliche Vielfalt gesammelt hatten. Conny war begeistert und wollte sofort mehr über die Wesen erfahren. Mischa wurde langsam neugieriger und begann, Fragen zu stellen. Paul war erstaunt, wie schnell er die Sprache der Außerirdischen erlernt hatte. Die Freunde erfuhren, dass die Außerirdischen eine friedliche Rasse waren und keine böse Absicht hatten. Nach Stunden des Austauschs stiegen die Außerirdischen wieder in ihr Raumschiff und verschwanden am Himmel. Conny war begeistert und glaubte jetzt sogar noch mehr an das Leben im Universum. Mischa war überzeugt, dass es einen rationalen Grund für das Ereignis gab und Paul war beeindruckt von der Erfahrung und fragte sich, was noch unentdeckt in den Tiefen des Universums lauerte. Es war ein außergewöhnlicher erster Kontakt, der die Leidenschaft und Neugier der Freunde entfacht hat und ihre Sicht auf die Welt verändert hat. Und dadurch entstand dieser Podcast. Genauso ist es passiert. Sehr geil, Sebastian. Vielen Dank. Was uns noch eine geschickt haben. Sehr gut. Sehen wir jetzt erstmal die hier. Haben wir schon eigene Fanfiction. Wie geil ist das denn? Das ist mega. Vielleicht sollte ChatGPT ein Buch so über uns schreiben. Nee, so eine Hörspielreihe. So ein bisschen wie die drei Fragezeichen auf cool. Auf cool. So, weißt du, wie nennen wir uns denn? Die drei, weiß ich nicht. Müssen wir uns was überlegen. Die drei Raumschiffe. Die drei Warnlampen. Ja.
Ich habe noch zwei Sachen, drei Sachen und dann sind wir fertig mit Hörergeschichten. Dann können wir noch die Community fragen, ob sie noch was sagen will, bevor wir zum Thema übergehen. Hallo Jungs, ich möchte euch für die vielen interessanten, kurzweiligen, lustigen Stunden danken. Bitteschön. Macht weiter so, ihr seid großartig, Herzchen. Ich hänge gerade etwas hinterher und habe gestern die Folge zu Ende gehört, in der ihr erzählt, dass die NASA kundgetan hat, dass der Gürtelring des Orion genau über den Pyramiden von Gizeh passt. Das habe ich schon vor zig Jahren mal in einer Doku im Fernsehen gesehen, wollte nicht ausschließen, dass es Ancient Aliens war. Spannend fand ich daran, dass das wohl nicht nur in Ägypten so ist, sondern auch bei den Pyramiden in Südamerika. Also von diesen pyramidenähnlichen Gebilden der Mayas oder Azteken auf die Schnelle habe ich aber nichts davor finden können. Vielleicht habt ihr ja Quellen. Und wenn ich euch schon schreibe, dachte ich mir, erzähle euch auch gleich von meiner Sichtung letztes Jahr. Es war am 28.07.22 gegen 22 Uhr im Osten von Malle. Ich war alleine am Privatstrand des Hotels. Da gibt es doch diese Instagram- oder TikTok-Frau, die immer vom Privatstrand spricht. Nee, was du meinst, ist das private Seegrundstück. Ja, das private Seegrundstück, genau. Die kennst du? Klar kenn ich die. Oh Mann, ey. Eine harte Nummer, ey. Das ist der Kuchen. Ich mache mir Camping am privaten Seegrundstück, ja. Aber ein bisschen NSFW, sag ich jetzt mal. Ich war alleine am Privatstrand. Entschuldigung, es war gerade nur so witzig. Des Hotels und habe telefoniert. Auf einmal kam recht niedrig und ein, vermeintliches Flugzeug, ein kleines Flugzeug aus dem Nichts. Vielleicht waren da Wolken, die ich nicht gesehen habe, keine Ahnung. Es hatte aber die Form und Größe eines Luftkissenbootes, flog sehr tief, so wie ein Segelflieger über der Stadt. Gesehen habe ich letztlich nur rot blinkende Lichter, die sich über mich bewegten. Es war, als wären wir an den äußeren Ecken der Luftkissen, also vier Stück im Viereck. Richtig seltsam war, dass das Teil keinen Ton von sich gegeben hat und auch weiter in nichts verschwunden ist. Nicht hinter einem Haus, nicht hinter einem Baum, nicht hinter Wolken, nein, es war weg nach 20 Sekunden. Das hat mich recht verwirrt und verwirrt zurückgelassen. Mischa, die Frage an dich. Wie groß und leise können Drohnen sein? Viele Grüße aus Nürnberg. Also aktuell leise sind sie auf jeden Fall nicht. Also ich glaube, man kämpft ja immer noch mit den Windgeräuschen an den Propellern. Da gibt es schon mittlerweile Firmen, die sich da drauf spezialisiert haben, so Propeller-Prototypen zu drucken, habe ich letztens erst wieder gesehen, die möglichst leise sind und auch insgesamt vibrationsärmer. Aber ich glaube, aktuell würdest du es immer noch hören, zumindest wenn es jetzt so nahe gekommen wäre, wie du es jetzt beschrieben hast. Also gerade so Luftzirkulation, jeder, der mal versucht hat, einen halbwegs potenten PC in einem kleinen Gehäuse leise zu kühlen, der weiß, was ich meine. Ist eine schwierige Sache. Ein Hovercraft ist auf jeden Fall noch lauter, weil du da ja auch wesentlich mehr Druck noch erzeugen musst, um dieses Luftkissen aufgeblasen zu halten. Und auch gleichzeitig natürlich das Gewicht des Fahrzeugs noch hochzudrücken. Aber ich glaube, eine richtig leise Drohne, also wenn, dann müsste die extrem leicht sein, denke ich mal. Also ich glaube, selbst eine Drohne würdest du hören, wenn die vor dir an den Strand kommt. Also eine komplett lautlose Drohne kann ich mir noch nicht vorstellen. Wäre natürlich cool. Aber ich glaube, Drohne, wenn du wirklich gar nichts gehört hast, hätte ich jetzt mal gesagt, dann schalte die Drohne aus. Dann komme ich mit meinem Drohnen-Ding hier nicht weiter. Ja, wer weiß, was es war. Paul, aber wir haben ja auch festgestellt, dass sie auch aus dem Meer kommen können. Ne? Das weil stimmt. Das ist ja jetzt UAP, ist auch für nasse Sachen ab jetzt. Die Geschichte mit den Pyramiden und dem quasi die Geschichte, dass dasselbe in gewisser Weise auch in Amerika quasi abgebildet ist, wo auf die Maya angesprochen wird und so weiter und so fort. Da gibt es gerade eine brandneue Folge auf Ancient Aliens, könnt ihr euch auch mal, ich glaube, die ist aber noch nicht aufs Deutsche übersetzt, ihr müsst tatsächlich im Englischen und Amerikanischen schauen. Und da wird es auch richtig aus um die Story. Du warst kurz weg. Die Story bezüglich der Anordnung der Pyramiden, ja, okay, und dem Bezug zu gewissen Sternensystemen wird in dieser Folge auch richtig auseinandergenommen, habe ich gesagt, und ist auf jeden Fall absolut lohnenswert, weil die da auch mittlerweile richtig, richtig weit gehen und auch mittlerweile den Mainstream
Geschichten so langsam in Frage stellen und sagen, na guckt mal, hier gibt's Anzeichen für außerirdisches Leben, dass das hier gebaut wurde von den angeblichen Göttern, die eventuell doch vielleicht von außen kamen und auch aus irgendwelchen Gründen dann auch wieder abgehauen ist. Man sucht ja nach wie vor Hinweise, wo gewisse Zivilisationen entweder hingekommen sind oder wie sie ausgestorben sind und so weiter und so fort. Und da gibt's ja auch bei anderen Beispielen durchaus Hinweise, wenn irgendwie eine gewisse Form von Zivilisation halt eben ausstirbt oder sich reduziert oder nicht mehr weitergekommen ist. Und bei diesen Azteken und bei der Maya-Geschichte fehlt halt jeglicher Hinweis, warum es auf einmal aufgehört hat, ne, und so. Und das haben die ganz, ganz klasse dahingestellt. Und ich glaube, das wird neben einigen Whistleblowern, die jetzt nach und nach in den nächsten Monaten kommen werden, da werden auch viele, viele weitere Folgen, wird der geschichtliche Aspekt, der zweite, der vor allem noch in diesem Jahr eine Rolle spielen wird, durch neue Entdeckungen bei den Pyramiden, bei diesen ganzen antiken Bauwerken, was so unter dem Wasser ist und so. Also da kann man auf jeden Fall noch weit die Augen offen halten, weil das noch ganz, ganz schön krass Thema wird. Dieses Jahr noch, sagst du? Ich sehe schon. Ja, also. Muss ich aber ranhalten, so die Hälfte ist schon rum. Das ist bald Halbweihnachten. Also, ja. Weihnachten ist quasi schon da. Ja, hier noch 10 Tage, dann machst du einen Spekulatius auf. Ja. Oh, lieber Gott. Alter. Ich bin gefragt worden, ob ich den Film Die vierte Art gesehen habe. Ja, habe ich. Aber ich fand ihn tatsächlich ein bisschen strange. Dafür, dass es eine wahre Story sein soll. Ist der mit Mila Jovovich, ne? Ja, hast du den auch gesehen? Ja. Nee, aber ich habe, also sag mal so, er ist auf meiner Watchlist. Ich habe das Cover schon mal gesehen. Aber ich habe tatsächlich noch nicht geguckt, nee. Ja, der Film hat behauptet, auf wahren Begebenheiten zu spüren. Also interessant an der ganzen Sache ist, an dem ganzen Film ist, dass es wirklich einige mysteriöse Fälle von verschwundenen Menschen gab in der Ecke und das FBI hat bis 2005 insgesamt 20 Fälle von möglicher Entführung durch Außerirdische untersucht und die wurden aber dann durch die Behörden wieder widerrufen und Mark erklärte, dass die Opfer durch Alkoholmissbrauch verschwunden seien und irgendwann in der eisigen Wildnis ja, erfroren sind. Also ich fand ihn teilweise recht anstrengend zwischendurch, dann war er aber auch mega spannend, also ja, also guckt ihn und checkt ihn selber. Ach, der basiert auf diese Begebenheit dann, oder? Ja, was? Genau. Ah, okay. Also das ist ganz, ganz, ganz krass. So, und noch ein Ding und dann müssten wir es auch haben. Hallo ihr Lieben, ich liebe euren Podcast und bin jetzt bei Folge 43. Ich weiß nicht, ob ihr das Thema schon aufgegriffen habt, aber ich habe vor kurzem erfahren, dass ein Wissenschaftler dieses Jahr eine winzige Warpblase erschaffen hat und dass es wahrscheinlich in den nächsten 50 Jahren möglich sein wird, schneller durch den Weltraum zu reisen. Habt ihr das auch mitbekommen und was haltet ihr davon? Liebe Grüße. Keine Ahnung, ich habe davon nichts mitbekommen. Und Was ist denn eine Warpblase? Was? Wie hieß es? Du warst kurz weg. Eine Warpblase. Warp-Blase. Dass man in den nächsten 50 Jahren schneller durchs Weltraum reisen kann. Ja, das ist natürlich immer die Frage, dieser Warp-Antrieb, ne, ist ja eigentlich eher so ein Science-Fiction-Begriff. Warp. Ich weiß nicht, was man mit Blase meint. Steigt man dann da rein und kommt dann woanders denn wieder raus? Oder irgendwie geht man da rein, die Blase fliegt dann mit einem irgendwie. Also ich habe da tatsächlich dahingehend jetzt irgendwie noch nichts mitgekriegt. Ich auch nicht. Ja, gar nicht, nee. Da können wir das kenne ich jetzt auch in der Form nicht, nee. Also müssten wir mal recherchieren. Ich meine, wir kennen ja den Warp-Antrieb, ne, so aus Star Trek und so. Ja, klar. Aber auch irgendwie so aus Überlichtgeschwindigkeit sowas geht. Müsste man mal auf die Liste setzen, der Themen. Ja, eine Warpblase halt, keine Ahnung. Wir müssen es auf die Themenliste setzen. Eine Warpblase halt. Ich weiß es nicht. Die gute alte Warpblase. Eine gute Warpblase. Ja. Community, habt ihr noch irgendwas, was ihr loswerden wollt? Ihr habt jetzt die Gelegenheit, eure Mikrofone zu öffnen und mit uns in Kontakt zu treten. In Kontakt. Traut euch, wir beißen nicht. Und ich gebe euch genau 10 Sekunden, bevor wir aufs Thema springen. 10, 9, 8. Oh, da ist. Sitzt ihr nicht so unter Druck? Ja, doch. Stunde 30. Da ist das Mikrofon offen. Schönen guten Tag. Hallo, ich wollte eigentlich nur kurz sagen, ich habe euch das Video weitergeleitet, weil ihr gerade nach dieser Flare Gun gesucht habt, die den Himmel erleuchtet. Das Video habe ich euch gerade eben weitergeleitet. An Conny eins geschickt. Ihr könnt mal gucken. Hast du wahrscheinlich auch mit einem ähnlichen Begriff gesucht. Es gibt so Parachute Flares, Parachute wie Fallschirm. Ja,
Also ursprünglich kommen die vom Militär, die schießen mit dem Mörser Leuchtgranaten hoch, die den Himmel und den Boden erhellen und brennen dann mit weißem Phosphor ab. Ah, genau, weißer Phosphor ist es, nicht Magnesium. Schick mal weiter, Conny. Ich schick's in den, ja, wunderbar. Wo hast du das hingeschickt? Wo hast du es uns hingeschickt? Ich habe es einmal an Alarmstufe direkt geschickt als Link und einmal dem Captain Rotzbarf. Ja, genau, das bin ich. Warte mal, ich bin auf Discord. Ich habe mich nicht getraut, irgendwas zu machen, weil ich Angst habe, dass hier irgendwie was zurückkoppelt oder so. Aber ich mach mal mein Discord auf. Ja, genau. Und dann gucke ich mal rein. Aber generell, ich glaube, du weißt, was ich meine. Ich glaube, das ist auf jeden Fall, geht es auf jeden Fall in die Richtung. Ah, hier der Link zu dem Flair. Ja, krass. Also ich habe es jetzt mal in den Chat geschickt. Da ist ja genau, dass der Julian mal sieht. Genau. Hab's ihm auch nochmal per Instagram geschickt. Ja, vielen Dank, BR089 aus Mina. Hä? Ja, genau. Genau sowas in der Art, ne? Hab ich gedacht. Siehst du ja, bist du der in Vogelsberg gut fährt? Ausleuchtet. Was bin ich denn? Bist du der morgen ins Hessenland fährt? Nee. Gut. Ja, tatsächlich sowas in der Art könnte sein. Julian, guck mal auf den Link. Sowas in der Art habe ich gemeint. Genau, die gibt es halt in klein, dass du so aus der Hand abschießen kannst. Und die gibt es auch so für so Kriegsgebiete natürlich wieder, ne? Dass sie aus so einem Mörser abschießen, wirklich. Das kann durchaus sein. Sehr gut, ja, vielen Dank. Gerne, gerne. Perfekt. Wenn wir eine aufmerksame Community im Rücken hat, sollten wir öfter so machen. Muss man gerne selbst googeln. Voll gut. Ja, das ist super mit dem Discord. Vielen Dank. Möchte noch jemand mit uns kurz in Kontakt treten, bevor ich auf das Knöpfchen drücke? Und wir. Ja, wie sollen wir denn das als Hobby-Ufologen, Freunde der Prähistorenautik? Ja, was ist das dann? Third Kind, Fourth Kind? Nee, ohne Anlagen. 13.000 Abonnenten haben wir im Podcast-Bereich und es sind so wenig Menschen bei Instagram mit uns befreundet. Das ist wirklich eine traurige Geschichte, aber da kann ich kurz was erzählen dazu und jetzt wird die Community einen Aufschrei machen. Wir machen dieses Projekt ja hier, das sind ja unsere Hobbys, das ist unser Hobby, das ist unser Ding. Das Ding kostet uns Zeit, deswegen kommen wir auch nur alle 4 Wochen. Weil das, ihr merkt, wir sind jetzt schon bei 1 Stunde 30. Jetzt kommt es nochmal ein bisschen knüppeldicker, das kostet ja auch alles Geld. Und deswegen haben wir tatsächlich einen Vermarkter gefunden und in Zukunft wird Alarmstufe wahrscheinlich mal unterbrochen von einem kleinen Werbespot, den ihr euch gerne anhören dürft und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr es macht, weil damit unterstützt ihr diese Sendung und damit kann sie auch weiterleben und wir können da ein bisschen in bessere Technik investieren. Also bevor ihr jetzt einen Aufschrei macht, so nein, das, Ausverkauf, ja. Kommerzheim. Ja. D-Abo, sofort D-Abo. Ja. Ja, ja, so ist es. Es ist einfach alles schweineteuer geworden. Hier wird gerade mein privates Datenvolumen verballert, damit wir diese Sendung hier aufzeichnen können. Und ja, der Telekom-Techniker kommt morgen, der will auch sein Geld monatlich haben. Und ja, wie das halt so ist, wir brauchen da ein bisschen Support. Und deswegen haben wir Gott sei Dank einen tollen Vermarkter gefunden und die spülen euch dann einen Werbespot ein und die wollen ein bisschen mehr Werbung machen, aber ich habe mich mit denen ein bisschen durchgesetzt, es wird nicht zu viel Werbung kommen, weil das würde mich ja selber nerven. Also da bitte ich um Verständnis und bei Aktenzeichen haben wir auch jetzt Werbung drin und da kam gleich sofort die erste Nachricht, D-Abo. Ja, dann macht das. So. Das wollte ich nur mal erwähnt haben. Wir können auch Patreon, wir haben auch Patreon, das Ding ist, wir kommen aber nicht mehr dran. Und wenn jetzt der Mischa fragt, warum, ich weiß es nicht, dann reden wir off-air drüber. Okay. Das kriegen wir auch noch irgendwie wieder hin. Sind nur noch alle E-Mail-Adressen da, die wir verwendet haben. Der Passwort-Rücksetz-Link ankommen. Das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir hin. Machen wir mal weiter. Ja, machen wir weiter. Wir gehen jetzt ins Thema. Doch,
Dr. Stephen Greer. Der Mann mit dem Laser hat eine Pressekonferenz gehalten. Ein Disclosure, wo viele Leute in Anzügen von der Stange was gesagt haben, wie ich darf euch nichts erzählen. .com. Ich glaube, das ist eigentlich alles, was wir zu dieser Pressekonferenz sagen können, oder? Also um's mal für alle, die nicht ganz mitgekriegt haben, von was der Conny da eigentlich redet, mal hier aufzuziehen. Es gab gab's ein neues National Press Club Event. National Press Club, da wo die Press Club. Wer sich vielleicht zurückerinnert, das erste war, Paul, wann war das erste? 2001, sag's. 2001. Kannst du es ruhig laut sagen? Also, 2001 hat der Paul gesagt. Das war quasi so eins der, es war ja eine Pressekonferenz, wo viele Leute gleichzeitig, viele renommierte Leute gleichzeitig quasi an die Öffentlichkeit getreten sind und haben von ihren Erfahrungen und Erlebnissen berichtet und auch von ihrer Arbeit, die eben mit, sagen wir mal, UFOs oder Außerirdischen zu tun gehabt hat, um quasi eben sich zu outen, dass sie da dran gearbeitet haben und dass sie damit zu tun gehabt haben. Ja. Und das hat damals relativ hohe Wellen geschlagen, weil eben, wie gesagt, also viele dekorierte Militärs und so weiter und Wissenschaftler da eben ausgesagt haben. Und Dr. Stephen Greer, unser lieber Dr. Greer, hat quasi ein neues Press Club Event organisiert. Der Mann, den die Aliens vertrauen. Leute, also wer den kennt, der hat ja auch schon ein paar Filme rausgebracht und ist... hat immer einen Laser dabei, eine Brille auf und einen Laser dabei. Ja, stimmt. Dieser CE5, quasi dieser, was wir auch schon mal gemacht haben, dass du dich ja quasi in so einen meditativen Zustand versetzt mit möglichst vielen Leuten, um Kontakt mit Aliens aufzunehmen. Das ist zum Beispiel was er etabliert hat, da ein Verfahren dazu. Und er hat eben jetzt dieses Event organisiert, wo er auch einen Haufen Leute zusammengetrommelt hat, die eben da auch große Enthüllungen über ihre Arbeit oder ihre Erfahrungen öffentlich machen sollten. Genau, und das fand jetzt, wie gesagt, am Montag fand es statt. Mhm. Am 12. Juni, genau, 2023. Das ist live übertragen worden auf YouTube und auch die Aufnahme kannst du dir auch nach wie vor noch auf YouTube angucken. Auch die von 2001 ziemlich genau drei Stunden. Ist noch da. Genau, die alte gibt es auch noch. Und es war zumindest in der Szene wirklich heiß erwartet. Tatsächlich habe ich mich da auch echt ein bisschen drauf gefreut. Ich habe Montag mal teilweise reingeguckt, konnte aber aus zeitlichen Gründen nicht alles gucken, habe aber dann die Aufzeichnung jetzt nachgeguckt. Also die gesamten drei Stunden tatsächlich nachgeholt. Ja, und was soll ich sagen? Ich weiß nicht, Paul, wie fandst du es denn? Wie fandst du es denn? Ich will es wirklich als erstes hören. Okay, also es war tatsächlich ein Event, wo nur Menschen waren, die keine Anzüge in ihrer Größe gefunden haben. Kein einer hatte irgendwie einen Anzug in seiner Größe an. Aber davon mal ganz abgesehen, es war, ja, also wie soll ich sagen, ich habe mir ein bisschen mehr Handfestes erwartet. Also es ist relativ viel erzählt worden. Es waren, wie viel waren es? 5 oder 6 Leute, glaube ich, die über ihre Erfahrungen in irgendwelchen Projekten gesprochen haben. Oder auch halt Militärs, die von ihren Erfahrungen gesprochen haben. Oder auch zum Beispiel der Sohn eines Government Contractors, quasi sein Vater hat für die Regierung Sachen gebaut. Ich glaube, der war erstmal ganz normale. Wie soll ich sagen? Was ist das so? Du meinst Eric Hacker. Wie bitte? Die Firma war Raytheon, ne? Und der war quasi am Südpol tätig, aber da können wir ja nochmal später drauf eingehen. Also das, nee, ich meine den anderen. Der so super pathosmäßig gesprochen hat. Der auch eine Stimme hatte, der immer so gesprochen hat. Mein Vater und ich, alles mit unseren beiden Händen aus dem Staub aufgebaut. Und das, also, Alter, Micha, ich habe Gänsehaut. Was ist denn das für eine geile Stimme gewesen, Alter? Ich habe Gänsehaut, leck mich am Arsch, Marie. Hey, wie heißt der denn? DC Long heißt er, von der US Army aus Fort Bragg. Genau. Und sein Vater hat da irgendwie was gebaut. Und der erzählt dann auch, wie er zum Beispiel mit irgendwelchen Baukollegen und seinem Vater dann da mit diesen war in irgendeiner Halle und da hat so ein riesen Klotz, der geschwebt hat. Und da sind die aber nur dran vorbeigelaufen. Als wir wieder zurückkamen, war der dann weg.
und er war sich aber ganz sicher, das Ding hat irgendwie geschwebt und am Schluss, nachdem sie das dann irgendwie versucht haben, öffentlich zu machen, hat dann quasi die Regierung dafür gesorgt, dass das Unternehmen von seinem Vater und quasi das ganze Leben ruiniert wurde. Das ist dieser Typ in diesem schwarzen Hemd da, er hat so ein bisschen Drei-Tage-Bart, kommt ungefähr bei, ich würde sagen, eineinhalb Stunden, ein Dreiviertelstunden oder sowas kommt der, glaube ich. Ne? Eine Stunde 47. Also es waren viele Leute, die viel berichtet haben. Jetzt ist natürlich so, Leute, die nur dastehen und irgendwas in Mikrofon erzählen, wird ja auch langweilig. Also hat man sich überlegt, wie hübsch man das Ganze auf. Und da das meiste ja einfach nur Erzählungen waren, die natürlich auch leider ihre Kamera und ihr Handy nicht mehr bereit hatten, wenn gerade so ein schwebender Granitblock zu sehen war, wurde das Ganze untermalt von so Illustrationen, die eingeblendet wurden. Und die sehen halt leider auch so schäbig aus, dass es dem Ganzen einen unnötig cheesy Touch verpasst hat, muss ich sagen. Also irgendwie, teilweise sind es ganz komisch zusammengefotoshoppte Bilder, wo man auch dann sieht, dass hier Perspektive und Lichtsetzung nicht stimmen. Ich meine, das soll natürlich nur Illustration sein, das sagen sie auch dazu, nur so Beispielabbildungen, damit man sich ein bisschen vorstellen kann. Aber die sahen schon so ein bisschen cheesy aus. Und noch schlimmer fand ich teilweise diese Bleistiftzeichnungen, die dann auch zwischendurch immer mal wieder verwendet wurden. Die waren teilweise ganz, ganz nett gemacht. Andererseits sahen sie auch teilweise aus, als hätte sie Napoleon Dynamite irgendwie schraffiert. Also, es war. Ich hätte mir dann tatsächlich doch ein bisschen irgendwie wirklich Beweise. Weißt du, dass jetzt einer sagt, ich habe hier diese Militäraufzeichnung rausgeschmuggelt im USB-Stick, in meinem Arsch habe ich die da raus und ich ziehe den heute das erste Mal raus und wir stecken den in den PC und gucken uns das an. Irgendwie hätten sowas. Sie mal den Grush eingeladen? Ja, also ich muss wirklich sagen, dass diese ganze Grush-Story, die wir vorhin besprochen haben, meiner Meinung nach tatsächlich mehr Gewicht hatte als die Erzählung von den Leuten, weil es waren viele Leute, aber von denen ich jetzt persönlich nicht unbedingt überprüfen kann, stimmt das alles, was sie sagen? Sind sie auch wirklich der, von dem sie vorgeben zu sein? Ne? Also es ist jetzt hier irgendwie auch keiner mit seiner Militärakte irgendwie draufgekommen. Die haben zwar gesagt, was sie für einen Rang haben und vielleicht gibt es natürlich da Leute, die das nachprüfen könnten. Aber ich sag mal, die große Mehrheit jetzt irgendwie nicht. Und dadurch, dass es so ein bisschen komischen Touch hatte, habe ich irgendwie das Gefühl, dass das vielleicht eher diese ganze Diskussion ein bisschen wieder in Misskredit gebracht hat, weil das manchmal nicht so ganz ernst zu nehmen war. Also, ich weiß nicht. Hat mir da ein bisschen schwer getan mit vielen Vorträgen und mit vielen Erzählungen. Und dann natürlich auch die Art und Weise, wie da viel erzählt wird. Ich meine, das sind natürlich alles so Militärs, das sind so, ja, hat so Stiernacken, ne, die dann da teilweise auch dann nicht ganz unstolz von ihrem Militär und von ihren, was sie wie für einen Einsatz gemacht haben und wo sie wie und war. Und dann denke ich mir, okay, wenn natürlich das schon alles mit so Pathos ausgeschmückt wurde, wie realitätsnah sind dann natürlich die Schilderungen? Ne? Wird da vielleicht auch ein bisschen was aufgeblasen oder nicht? Also, ja, also wie gesagt, ich habe mich wirklich tatsächlich darauf gefreut, weil ich gedacht habe, es würde was kommen, dass die Gewichtung hatte von dem Original-Event. War aber am Schluss leider ein bisschen enttäuscht. Ich weiß nicht, Paul, wie du es siehst. Vielleicht hast du auch zu den einzelnen Personen mehr Hintergrundwissen, dass du sagen kannst, ja, der Typ ist tatsächlich, ist alles legitim, was der erzählt, aber diese Legitimation, die hat mir jetzt so ein bisschen gefehlt. Leider. Also ich kann es eigentlich sehr gut nachvollziehen, wenn man so ein bisschen mit einem leicht enttäuschten Ding da rausgegangen ist. Weil es von der Aufmachung her genau das gleiche ist wie 2001. Also im Prinzip, es wird grafisch nicht irgendwie, du merkst die grafische und Aufmachung, die Entwicklung, was sich da so in ganz normalen Filmen und Serien und Pressekonferenzen und so weiter und so fort getan hat, hat sich in diesem sogenannten Press Club Event, das sich ja da abspielt in Washington, ist einfach die Zeit stehen geblieben. Dann hat man auch gemerkt, dass die alle relativ leicht gestresst durch den Wind und den Zeitdruck und hier und da waren, dann hat man da diese verschiedenen Zeugen gehabt. Ich denke, diese Zeugen, die da ausgesprochen haben, die waren eher von den Themeninhalten gewählt, als jetzt von den, als jetzt von den Persönlichkeiten. Ich denke mal, so ein David Crush ist halt wahrscheinlich
auch unter anderem ausgewählt worden, weil er wahrscheinlich gut reden kann, sich gut darstellen kann, seriös rüberwirkt, die richtige Anzuggröße trägt. Ne? Also ich weiß schon, was du meinst. Es spielt alles tatsächlich eine kleine Rolle. Und, ja, allein, wie es gemacht wird, die Soundqualität. Ne? Dann am Schluss genau. Sind ja so Zuschauerfragen, die kannst du nicht verstehen, weil sie nicht mal ein Mikro haben, das sie da reinreichen. Richtig. Also es wirkt war eigentlich wie... Ein Ticken unprofessionell. Ne? So könnte man es eigentlich sagen. Als hättest du so eine, das sollte so eine man natürlich jetzt differenzieren. Okay, das eine ist die Aufmachung, das ist das Handling von so einer Pressekonferenz, das ist die mediative Qualität und das ist sag ich mal, das, was rüberkommt, und auch natürlich spielen diese falsch an Größen von Anzügen auch eine gewisse Rolle über die Persönlichkeiten. Ja, aber man muss jetzt halt noch so ein bisschen mal ins Detail gehen. Also du musst halt wirklich die Konferenz angucken, musst mal gucken, okay, warum sind da jetzt keine echten Bilder? Warum sind da nur so läpprische Zeichnungen? Wer ist denn der Zeichner? Warum zeichnet denn der nur so scheiß Bilder? Warum gibt es da keinen anderen, der das macht? Und warum zeigen die keine richtigen Videos? Was ist eigentlich das Ende des Liedes und wo ist die Energie 2.0 geblieben an dieser Pressekonferenz? Ich bin vollkommen bei dir, dass, glaube ich, ein Schritt zurückgerudert wurde. Aha. Und dieser Schritt, der zurückgerudert wurde, als es, glaube ich, wahrscheinlich ursprünglich mal geplant war, liegt in der Sache von dieser Thematik, die ich am Anfang schon angesprochen hatte. Irgendwie scheint es da ein Problem auf sicherheitsrelevanter Ebene, auf politischer Ebene zu geben in Bezug auf den Kongress. Und da hat sich am Ende ja noch ein Anwalt eingemischt und da habe ich mir so gedacht, was ist denn da los? Ne? Da denkst du so, wo sind sie jetzt, die Aussicht, wo sind jetzt die UFOs? Das ist alles so ein bisschen so hinten dran und dann merkst du so irgendwie, ja, wir haben hier die 3 Terabyte, wir haben hier die Zeugenaussagen, aber wir können nicht weitermachen, weil da gibt es dieses Problem, wir brauchen da Sicherheit, wir brauchen, dass das vor Kongress geht, wir brauchen erstmal eine Erlaubnis, um das alles zu tun. All dieser politische Hickhack, der immer mehr jetzt zum Vordergrund kommt und auch bestätigt wurde ja eigentlich durch das Interview von David Crush, also alles, was der Conny vor einer Stunde vorgelesen hat, ist 1:1 genau auch da drin, dieses Problem. Und dann denke ich mir irgendwie so, okay, es scheint sich sowohl in dieser nicht ganz professionellen Pressekonferenz und gleichzeitig auch durch diese Zeugenaussagen von David Crush und von denen, die jetzt demnächst alle noch kommen werden, sich herauszustellen, dass erst noch ein anderes Problem gelöst werden muss, bevor man da einfach mal loslegen kann. Und es scheint irgendwie diese Kongressproblematik, Geheimhaltungsproblematik, Gefängnisproblematik, wenn du da... Bitte? Du meinst jetzt wirklich diesen Zeugenschutz oder diesen Zeugenschutz, den die eigentlich die haben hier müssen. Jeder Zweite hat davon erzählt, dass entweder sein bester Freund umgebracht worden ist, dass sein Vorgänger umgebracht worden ist, dass die Firma von seinem Vater zerstört worden ist, dass sie beinahe alle erschossen worden wären. Also das war, und das hast du auch ein bisschen emotional gesehen, die waren eigentlich alle auch ein wenig im Eimer schon. Also die waren nicht so frisch, wie so David Crush, der gesagt hat, also ich bin jetzt da und jetzt können wir loslegen und so. Sondern die waren alle, als hätten die eine Leidensgeschichte hinter sich gehabt. So haben die da gesessen, haben berichtet auch und sich da alle gegenseitig in den Arm genommen und fast das Flenne angefangen. Das hat schon so sein Geschmäckle gehabt, wurde gesagt, das ist sehr träge und schwer anzuhören. Und auch der Stephen Greer hat ungefähr 70 Mal betont, dass es eigentlich in den letzten 20 Jahren, als er das alte Press Club-Event gemacht hat, halt keinen Schritt vorwärts ging. Es ist immer noch derselbe Stand wie vor 20 Jahren. Aha. Und das kann natürlich auch, depressiv machen, ne? Wenn du stehst schon wieder da und willst irgendwie was vorantreiben, hast jetzt eine riesen Agenda gemacht und jetzt ist der Kongress dran, ja. Und wir wissen einfach nicht, ob der Kongress diesmal was macht, ne? Also ich meine, sie haben jetzt mehr unter Druck gesetzt. Sie haben gesagt, wir müssen jetzt hier ran. Schaut euch jetzt mal die ganzen Beweise an, die wir hier auf einem USB-Stick haben, aber euch jetzt hier noch nicht zeigen, sondern wir zeigen euch nur Zeichnungen und hier und da. Deshalb kann ich verstehen, auf der einen Seite, dass es so ein bisschen enttäuschend war. Auf der anderen Seite fand ich spannend, welche Themen durch die verschiedenen Zeugen aufgedröselt wurden. Also es ging ja los mit diesem Lieutenant Donald Hackett, der bei der RAF diese Flugzeuge geflogen sind, diese Spionageflugzeuge, die auf höherer Ebene geflogen sind, und er da irgendwas Krasses gesehen hat, was gleichzeitig durch Radarbilder bestätigt wurde, was von 60.000 Fuß runter auf seine Höhe 15.000 Fuß
binnen von 2 Sekunden runterging. Er hat es dann gesehen, dann ging es später wieder hoch. Und das kann man schon ein bisschen ausführlich erzählen, aber ich kürze es jetzt mal relativ ab. Also ein ganz klassischer Pilotenzeuge. Dann ging es aber weiter mit so einem Michael Herrera, hieß der, der hat in Indonesien gearbeitet, hat für mich sehr viel Ähnlichkeit mit dem David Crush, hat auch bei den US Marine Corps gearbeitet und hat aber auch erzählt, wie er halt dass letztendlich es da verschieden, also dass er Einblick eigentlich hatte in diese geheimere Ebene, die halt letztendlich ihn selbst fast bedroht hätten. Also er hat quasi eine amerikanische Einheit vor sich gehabt, von der keiner weiß, die kein Abzeichen getragen haben, die anscheinend mit diesem in Military Industrial Complex zu tun haben und die eigentlich gerade darüber sprechen, ob sie jetzt die Marines, die hier ankommen, die ganz offiziell ja auch existieren und ihre Einheit machen, abgeschossen werden, weil sie jetzt gerade ein UFO haben, abgestürztes UFO hier gerade gesehen haben und sie eigentlich aber gerade gar nicht da sein dürften. Ne? Fand ich auch ganz spannend. Und dann gab es noch ein Thema, das wir noch nie so richtig angesprochen hatten und ich krass finde, dass sie auch diesen Zeugen eingebaut haben. Und es ist dieser Eric Hacker, der bei Raytheon gearbeitet hat und für eine gewisse Zeit am Südpol gearbeitet hat und erzählt hat, dass er da Arbeitsauftrag hatte und gewisse Arbeiten zu erledigen hatte in diesem Komplex, der von außen aussieht einfach nur wie so ein Universumsbeobachter-Ding. Aber letztendlich beschreibt das auch in irgendeine Form von krasser, komplexer Hightech-Waffe da drin eingebaut ist, die das ist irgendein Sensor, oder? Ja, genau, der als Sensor irgendwie dargestellt, aber so ein Neutrino-Sensor, also das sind so, er beschreibt das, das sind quasi wie so, so ein langes Band mit so Kugeln dran. Klingt wie ein Toy. Quasi, aber ich glaube, die haben, also auf der Bleistiftzeichnung ist schwer, die Größe zu erahnen, aber ich hätte jetzt mal gesagt, die haben vielleicht so einen Durchmesser von 0,5 Meter oder was. Und da gibt es ganz viele Löcher irgendwie im Eis und da werden diese aufgefädelten Kugelketten irgendwie reingehängt. Und das ist ein Neutrino-Detektor. Ich glaube auch, dass es so etwas schon gibt, aus wissenschaftlichen Gründen. Aber er sagt halt, das ist eigentlich für was anderes da. Man hat ihm, glaube ich, gesagt, das wäre gar nicht in Betrieb. Und er macht da so Wartungen. Und hat aber dann irgendwie herausgefunden, weil er sich halt irgendwelche Schaltpläne durchgucken musste, weil er da irgendwas reparieren musste, dass dieses Ding sehr wohl in Betrieb ist. Ne? So in der Art hat er es, glaube ich, genau, und dass das Ding vor allem eins macht, was ziemlich abgefahren ist, ein Thema, das wir auch nicht behandelt haben, künstliche Erdbeben. Also quasi gezielte Erdbeben in bestimmten Regionen auf dem Planeten Erde. Was total cranky-lanky ist, wie gesagt. Cranky-lankies. Und gewisserweise auch nochmal eine ganz andere Thematik aufruft, genauso wie auch zum Beispiel Michael Herrera, der von den US Marine Corps halt auch in einem ganz kleinen Nebensatz erwähnt hat in der Pressekonferenz, was ich aber auch spannend fand, dass er eine gewisse Form von Menschenhandel gesehen hatte, dass durch diese von Menschen nachgebauten UFOs und von dieser Military Industrial Complex durchgeführt wird, was auch nochmal einen ganz anderen Topic aufmacht, den ich jetzt einfach hier nur mal kurz erwähnen will und einfach mal wir irgendwann in einer anderen Folge besprechen können. Natürlich. und ich fand es eigentlich ganz interessant, diese Zeugenauswahl plus natürlich diese Program-Lifeforms, also diese eine Zeuge da und auch Berichte und Beweise, dass es wohl angeblich von Menschen gemachte, Anführungszeichen, alienförmige oder alien aussehende, grey-artige Lebensformen gibt, die man aber mehr oder weniger, die gar keine echten Aliens sind, sondern eher nur welche darstellen sollen und halt ein militärisches Projekt sind. Und was du jetzt mit denen machen kannst, das kann sich jeder mal selbst überlegen, ne? Und das macht jetzt, schließt jetzt wieder den Bogen zu den Aktionen, die wir heute ganz am Anfang in diesen News besprochen haben. Du könntest mit gar nicht wirklichen Aliens trotzdem Panik auslösen in Bezug auf Aliens. Das ist natürlich eine ganz andere Nummer. Müsstest du dann so hochkomplizierte Alien-Maschinen-Wesen züchten, dann kannst du einfach einen Typ in einem Kostüm nehmen.
Also das ist keine Ahnung. Also Gefühl der Overkill. Gab es das nicht mal in irgendeiner Pressekonferenz von einem Sheriff irgendwo in Arizona, dass er da irgendwie auch so ein Typ im Alien-Kostüm hat? Ja. Das ist scheiße. Aber das zieht es natürlich ins Lächerliche. So eine Program-Live-Form kann es natürlich eventuell sehr, sehr real wirken lassen. Ne? Und fand ich erstmal interessant, dass die einen Zeugen unbedingt einbauen wollen, der das beweisen wohl kann und das gesehen hat und sagt, das gibt's tatsächlich und das hat nichts mit Aliens zu tun. Hätten sie das David Brush genommen. Hat es ein Projekt gewesen, das Militär mal durchgeführt hat und gebaut hat. Ja. Das wäre auf jeden Fall ein seriöserer Typ gewesen. Was ich dann noch mit den schwächsten Punkt in der ganzen Konferenz fand, war, dass Stephen Greer selbst dann noch so eine Dia-Show gezeigt hat von Alien-UFOs gegen menschgemachte UFOs. Ne, also ja, das war sehr kurz und prägnant. Ja, also er hat einfach zwei Bilder, das waren beides Illustrationen auf beiden Seiten und dann stand links stand immer E.T., also ein tatsächlich außerirdisches UFO, was halt auch nur gemalt war und rechts halt ein gemaltes UFO, was von den Menschen sein sollte. Also das fand ich auch so. Aber ich glaube, es war... Das war jetzt durch die Bilder nicht irgendwie klar erkenntlich, was damit gemeint ist, aber ich glaube, er wollte einfach auf unfassbar krasse Art und Weise doch wirklich für den Normalverbraucher jetzt endlich klarstellen, Leute, es gibt die, ja, die sind von Außerirdischen, aber ja, wir Menschen haben schon auch diese Dinger gebaut, weil diese Menschen im Kongress oder irgendwelche nicht informierten Präsidenten oder Geheimdienste, die wissen das einfach nicht, die gucken nach oben, sehen UFO und sagen, grundsätzlich erstmal, das muss was von Außerirdischen sein. Er hat es anscheinend unbedingt nochmal betonen wollen. Vielleicht wird es nochmal relevant für uns. Ich glaube nicht, aber es war anscheinend wichtig für ihn, das jetzt nochmal ganz deutlich rauszustellen und zu erwähnen, dass es da viele Beispiele für gibt, viele Beweise noch zu zeigen gibt, dass das tatsächlich so ist. Da es anscheinend nochmal eine wichtige, wichtige Information ist. Ganz zum Schluss. Schwerer Verfechter eben auch von der Annahme, dass die Regierung quasi die Aliens als künstlich böse Bedrohung darstellen will. Ich denke mal, das ist auch das Anliegen, woher er sagt, nicht alles, genau. was ihr seht, ist wirklich Alien. Es gibt durchaus menschengemachte Dinge, die vielleicht euch einfach nur in Angst und Schrecken versetzen sollen. Aber von der Herangehensweise glaube ich, das ist ja schon ein Schritt weiter. Du überfährst ja quasi den Unwissenden direkt mit zwei Themen. Zwar erstmal, ja, pass auf, Aliens existieren und sind auch da. Und ne, bevor du das verdaut hast, sage ich dir auch noch, dass es noch dazu eine Regierungsverschwörung gibt, die diese Technologie schon nutzt, um Alien-UFOs zu bauen, um dich zu erschrecken, dass du Angst vor Aliens hast. So, und jetzt setzt du dich auf den Arsch. Weißt du, so, das ist fast ein Tick zu viel. Ja. Man müsste da eigentlich erstmal überhaupt quasi die Aliens bekannt machen und dann kannst du mit deiner Verschwörung um die Ecke kommen. Mit beidem gibt dir wieder so einen Aluhut-Anstrich, weißt du? Und ich meine, jetzt nochmal auf das sogar zum Hauptthema gemacht, ne? Ganz am Schluss kam Derek Garcia, ne? Attorney. Rechtsanwalt da. Genau, der Rechtsanwalt. Und hat eine Liste dahingestellt, wo du einfach nur sagst, also entweder ist das jetzt hier absoluter Bullshit, was du da hier vorhast und ein Schwurbelgelaber, was du da jetzt kommst, oder du hast halt wirklich einen Arsch voll 3 Terabyte Beweise, der einfach wirklich klar und deutlich zeigt, hey Leute, wir müssen hier noch irgendwas aufräumen auf irgendeiner Ebene, was folgende, da steht Massenmörder, Kidnapping, Bankfraud, Moneylandering, illegales Verschleppen von Leute, Blackmail. Also der hat hier Anklagepunkte aufgelistet. Handfeste Beweise zugewischt, weil du kannst solche Anschuldigungen, finde ich, nur schlecht in die Welt scheißen, ohne dass du das, wer A sagt, muss auch sofort B als sein, Schwurbelei ne? siehst. Ne? Ja. Genau, und wenn du das nicht beweisen kannst, dabei, dann bist du halt richtig wenn du nicht auf dieser Spielebene. Und nochmal wegen den unpassenden Anzügen, ich bin der Letzte, der so oberflächlich sein möchte. Ne? Also ich habe, weiß ich nicht, ich habe lieber einen Digitalminister mit Cargohose und Blind Guardian-T-Shirt, ne, und langen, zotteligen Haaren und ne, Keller-Kinderbrille, als dass ich irgend sonst jemanden da sitzen habe, der da einfach nur wegen seinem Anzug sitzt. Aber ich finde, dass dieses Thema, wenn du das wirklich so ernst nimmst, wie es die Leute da ernst nehmen, musst du dir überlegen, wie du das maximal seriös, weil es ist ja wirklich
Thema aus der unseriösesten Schmuddelecke, die es so gibt. Das musst du maximal professionell und seriös hinbringen. Und dass der Großteil der Menschen natürlich klar erstmal auf Oberflächlichkeiten guckt. Und wenn dann da halt so, ne, also so komische Waschlappen in unpassenden Anzügen da stehen, dann hat es, dann musst du noch nicht mal hören, was die sagen, und es hat gleich diesen komischen Touch. Und gerade in den USA, wo alles so mega pompös ist, dass da kein Intro ist oder weiß ich nicht, irgendwie muss ich sonst irgendwas, dass du die Leute hinten dran nie hörst. Ne? Das, da denke ich mir immer, also ich weiß nicht, das hätte jede kleine Internet-Klitsche hätte es professioneller hingekriegt. Weiß ich nicht, guck dir mal. Guck dir mal die Produktion von Rocket Beans TV an. Ein kleiner Sender eigentlich von ein paar Leuten fast aus dem Amateurstatus rausgegründet, bringt mittlerweile eine Produktion in annähernd diese Fernsehshow-Qualität, wie man es kennt. Und dieses Event hätte einfach ein bisschen professionelleren Anstrich vertragen, ne? Um ja. dem Ganzen die also man muss jetzt die eigentlich da rausgehen zu geben, die es braucht. Ja, man muss jetzt eigentlich tatsächlich rausgehen, und das finde ich auch vernünftig, mit angezogener Handbremse jetzt einfach mal warten, was er aus diesen ganzen digitalen Informationssammlungen, und es gibt ja anscheinend neben diesen 8 Zeugen, die da vorne waren, noch weitere 800, die alle keinen Bock haben zu reden, weil sie denken, sie werden umgebracht oder entlassen oder platt gemacht. Wir müssen abwarten, wie sich das einfach entwickelt und ob das Ganze als seriöse Gewährt, Beweise und so weiter und so fort sich langsam und sicher irgendwie in gewisser Weise nachvollziehen lässt, was eine riesen Hausnummer wäre. Die wäre so groß, denke ich, wie die Geschichtsbücher noch nie Anführungszeichen erlebt haben, also auf jeden Fall. Weil wenn sich wirklich rauskristallisiert, hey, da ist eine Gruppierung von irgendwelchen Idioten, die nicht unter irgendeiner demokratischen Aufsicht stehen, und mit krasser Technologie schon die letzten, das wären jetzt seit 1956, wo Ben Rich gesagt hat, von Lockheed Skunk Works, die hat Technologie E.T. Home zu bringen, da wären da jetzt knappe 70 Jahre am Start, wo einfach der Rest der Menschheit abgehängt wurde. Ja? Und egal wie es losging, ob man sich da jetzt rausredet mit, ja, aber man musste das erstmal geheim halten und pipa da, und trotzdem, das wäre ein riesen Bullshit, der auch nur schwierig von einer gewissen Gruppierung oder von der Menschheit auch zu verzeihen ist. Also ich meine, das musste erstmal dann, da sind die Nürnberg-Trials, sag ich mal, auf einer ähnlichen Ebene. Weißt du, ich meine, wenn das wahr wäre. Du könntest zur Not ja immer noch sagen, keine Ahnung, die Vorgängerregierung, ne, die ist die Böse, die wollte das nicht, und ja, die bringen euch jetzt die Wahrheit. Ne? Also ich glaube, wenn du wolltest, könntest du schon einen Weg rausfinden, und dabei die Schuld auf jemand anderen schieben. Das ist ja noch nie ein Problem gewesen von irgendjemandem. Also ne, ich glaube, wenn die wollten, könnten die raus. Aber ich glaube wirklich, ich weiß nicht, das Thema hat so eine Gewichtung, das musst du dir, glaube ich, gut überlegen. Ne? Und weil sie immer noch nie wissen, wie sie es vielleicht sagen sollen, sagen sie es lieber gar nicht. Ja. Ich habe mir nur tatsächlich einfach von diesem Event tatsächlich selbst als Skeptiker ein bisschen mehr erhofft. War ein bisschen enttäuscht. Das tut mir auch für den Stephen Greer leid, weil ich finde, er wirkt auch immer so ein bisschen geknickt in seiner eigenen das Präsentation. Und, also wenn du merkst, ja, mal gucken, also wenn das wirklich ein drittes dann. Ja, also ich denke, da ist irgendwie noch nicht zu Ende. Ja? Und da muss man jetzt einfach mal gucken, wie es weitergeht, aber die waren da alle irgendwie emotional geknickt. Das war irgendwie frustrierend, also diese Frustration von denen ist auch irgendwie auf dich als Zuschauer so ein bisschen übergegangen, so, wann ist es jetzt endlich soweit? Und können wir jetzt den nächsten Schritt gehen? Nein, können wir noch nicht. Wir brauchen noch die Bestätigung, wir brauchen noch die Regierung, wir brauchen noch Dinge. Und das ist echt ätzend, aber es scheint wohl in gewisser Weise wichtig zu sein, diesen ganzen Prozess, der dann auch wiederum legal ist, im Vergleich zu dem, was da eventuell gibt, was komplett illegal ist, durchzugehen, damit am Ende dann auch wirklich die Unterwäsche sauber ist. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Damit du dann hinterher nicht vorgeworfen bekommen hast, ihr habt aber auch illegal gehandelt, ihr habt auch illegal da jetzt irgendwie Dateien rausgezogen und seid nicht vor dem Kongress und blablabla. Es muss anscheinend diesen echt langen Prozessweg eingeschlagen werden, damit es am Ende vielleicht was wird, wenn das wirklich alles so
stimmt, was die gesagt haben. Und ich glaube, wenn das wir wirklich stimmt, was die gesagt haben, wäre es krank. Krass. Also es wäre schon. Wir gucken einfach mal, was aus dem Grush wird und was aus den Beteiligten von der Pressekonferenz wird. Wenn die vielleicht im Jahr tatsächlich noch am Leben sind, ohne größere zufällige Schicksalsschläge erlitten zu haben. Vielleicht ne, gibt es noch mal ja, ein Event und ein paar mehr Leute haben. Und es gibt ja noch den Film, ne? Das wäre dann diesen Film über diese Energiegeschichte. Wann kommt denn der? Der ist wohl jetzt auch diese Woche, kommt jetzt auch im Zuge dieses Events raus und ich glaube, der könnte eventuell in der nächsten Folge auch nochmal Thema werden. Schauen wir mal, wenn es lohnenswert ist. Ansonsten gibt es da tatsächlich, und da bin ich bei euch, erstmal nicht weiter viel drüber zu sprechen, als abzuwarten, sich das mal anzugucken, mal die Leute ein bisschen genauer in die Lupe zu nehmen. Und dann, ja, ist es erstmal so, wie sie es halt geschildert haben, da bei dem Press Club Event. Ja, also, warten wir mal, was draus wird. Das ist auf jeden Fall spannend. Ich schreibe jetzt in den Discord nochmal rein, da habe ich einen Link zum zum Grush-Interview auf YouTube. Das kommt natürlich auch in die Shownotes unten rein. Und ich würde sagen, Freunde der Nacht, letzte Chance für euch da draußen. Wollt ihr noch was zu uns sagen, dann dürft ihr das jetzt tun. Der Countdown. Ansonsten läuft. Könnt ihr uns auch gerne eine Mail schreiben. Ach so, ihr reicht uns über Alarmstufe.space. Ja, ansonsten. Oder per Instagram. Folgt uns auf Instagram, genau. Da können wir uns auch anschreiben. Und im Discord und Missy Jewel ist da jetzt Administratorin. Vielen Dank dafür. Und ja, vielen, vielen Dank. Sehr cool. Ihr dürft jetzt noch. Also Themenwünsche haben wir auch wirklich im Blick, auch wenn wir wieder heute mal zu keinem Themenwunsch bei euch im Discord-Server gekommen sind. Ja, heute war ja auch Pressekonferenz. Das war ja aus genau, aktuellem Anlass auf jeden aber Fall. Ich glaube, in der nächsten Folge nehmen wir auf jeden Fall mal was mit rein. Also ich habe da auch schon was im Blick. Es gibt noch eine zweite JetGPT-Geschichte, die nehmen wir aber dann in die nächste Folge mit rein. Und also, wenn da draußen jetzt vom Discord-Server keiner mehr mit uns sprechen möchte. Ihr müsst ja auch nicht. Fühlt euch nicht genötigt. Ja, genau. Aber wir beißen euch nicht. Wir lesen ja auch den Chat. Dann habt ihr, liest du den mit? Ich habe das hier nebendran hier wieder mal drauf geguckt. Ja, das ist super. Die unterstützen uns hier, während wir reden, mit tollen Grafiken und passenden Lichtbildern. Find's auch klasse. Mondkonstellationen. Ja. Sternkonstellation. Mondkonstellation. Jetzt ist meine Stimme auch weg. Oh, jetzt muss ich mich krank melden. Jetzt muss ich erstmal 6 Wochen krank melden. Also das geht ja gar nicht. Also, in diesem Sinne, 2 Stunden, 7 Minuten. Wow, wow, wow. Glaubt, was ihr wollt. Ja, ich schwitze auch. Definitiv. Wann ist die Folge beim Podcaster des Vertrauens? Das kommt drauf an, wie lange ich jetzt hier noch sitze. vielleicht morgen früh, vielleicht morgen Abend, auf jeden Fall morgen. In diesem Sinne, glaubt, was ihr wollt, aber völlig gut unterhalten. Wir freuen uns über 5 Sterne, egal wo, bei Spotify, bei Apple, bei dieser, kann man bei dieser was bewerten? Ich weiß es nicht, egal, wo auch immer. Bewertet uns, erzählt es weiter. Wir freuen uns und in diesem Sinne auf Wiederhören. Ah, tschö. Macht's gut. Tschüssi. Buben, bleibt nochmal in der Leitung, ja, nach dem Jingle. Tschüss. Ja, Baba.